So, I'm back. Hallo, guten Abend, meine Lieben. Könnt ihr mich gut hören? Ich mache das gerade jetzt über das MacBook. Jo, läuft. Jetzt sehe ich den Stream wieder nicht. Hier ist er wieder super. Oh, wo kann ich starten? Hi. Oh, mal gucken, wen haben wir denn da? Wer ist denn alles da? Nachti ist da, Peter ist da. M-Bax, Markus, Sven, hallo, Servus, der Dietmar Jäger, Wolfgang, Frank, oh, Alarmstadt, ich muss da eben hier hochgehen, wenn wir eben gucken, ja, ich mache das gleich anders, damit ihr nicht den Quatsch hier seht, wollen ja mal eben gucken, wie wir schließen, Markus, ja, nach 9 Jahren ein Lebenszeichen, na fast, fast. Ja, war, ist, war jetzt 4 Wochen, war ich jetzt online, offline, ja. Ein Ostfriese in Bayern. Sehr schön, ich guck mal eben. Sven fragt, ob ich noch lebe. Ja, ich lebe noch. Dima, ja, auch da. Immer noch die gleichen. Immer noch die gleichen. Jörg ist auch da von der High Risk. Guten Abend. Guten Abend, guten Abend. Ah. Ton ist gut. Ja, das ist ja schön. Für mich klingt das so, als wäre das Rauschen super, weil ich höre den Lüfter ziemlich. Aber das geht bei euch, sagt ihr? Bist du wieder zurück, weil du leider erst jetzt Zeit hast oder weil es was, etwas Wichtigeres gibt? Ja, gehe ich gleich ein bisschen drauf ein, Emma, BX. Mache ich gleich. Gib mir eben noch eine Sekunde. Ich muss da eben gucken, dass ich das hier besser mit dem Setup mache, damit ich euch das besser lesen kann, weil ich will ihn hier nicht die ganze Zeit anzeigen lassen. Christian ist da. Bayerischer Bu ist auch da. Servus. Gruß nach Bayern. Sehr schön. Ja, den hört man auch. Es ist sehr laut, Christian. Der Hunsrück grüßt. Oh, Hunsrück. Schöne Ecke. Ich habe die Kontaktlinsen schon zu lange drin. Ich merke jetzt hier. Wo sind denn die Bayer, ja? Ich höre das Rauschen ziemlich, ja. Ist nicht so schlimm. Ja, ich könnte notfalls sonst die AirPods nehmen. Das können wir vielleicht eben mal austesten, ob das damit besser ist. Ich probiere das mal eben, dann könnt ihr mir sagen, ob das besser passt. So, da bin ich wieder. Jo, hört man deutlich. Das Rauschen, ja. Man hört ihn deutlich. Meint ihr mich oder meint ihr jetzt den Lüfter? Ich
Ich gehe mal eben hier auf AirPods, mal gucken, ob das besser ist. Guck mal gerade. Dup, dup, dup. Oh, das ist gut, die kann ich gar nicht auswählen hier. Warum nicht? Ich liebe diese MacBook-Technik hier. Das ist eine Katastrophe. Wie sind die nicht da? Ach, hier. MacBook. Oh, da macht er jetzt hier einen Quatsch auf. Das wollten wir nicht. Und jetzt nochmal hier. Wieso sind die denn nicht mehr da? Was ist das für ein Quatsch? Macht die, ja, ich wusste es ja trotzdem nicht. Ich weiß ja nicht, wie der Ton ist. Ich höre mich ja selber nicht. Kann ich ja vorher nicht testen, PW. Wie soll ich das machen? Ah. Mac ist top. Ja. Prinzipiell bin ich auch sehr zufrieden, aber hier, was so Streaming angeht oder so, da ist das leider nicht so gut. So, ich habe jetzt hier die MacBook, also hier die AirPods connected. Hört ihr mich jetzt besser? Ist das Rauschen weg? Weil ich sehe jetzt nicht, dass ich das hier nochmal separat irgendwie umstellen kann. Gerät stand. Ach hier, AirPods, jetzt. Jetzt sind sie da. So, nochmal. So, müsste jetzt besser sein bei euch, ohne, also mit weniger Rauschen. Jetzt ist der Ton perfekt. Na super, kein Rauschen mehr. Ha! Ja, ich nur Technikkönig. So, und dann muss ich jetzt hier bei mir den Quatsch noch anmachen, damit ich auch euch immer schön verfolgen kann. So, machen wir das mal hier aus. Zack. So, und dann gucken wir mal eben, wie wir abschließen heute. So, meine Lieben, ach, grande Katastrophe, grande Katastrophe. Ja, ich hatte gestern gesagt, wir hatten gestern noch einen Call mit unseren, also mit den Admins aus meiner Telegram-Gruppe. Da hatte ich schon gesagt, das war, da habe ich sogar richtig mal gelegen, unglaublich, dass wir wahrscheinlich zwischen 45 und 48 irgendwie den Tag rumpendeln. War jetzt nicht so schlecht, die Vorschau. So, dann mache ich jetzt mal hier. Ja, so, klickt nicht mehr rum, ist super. Kein Rauschen mehr, perfekt. Ja, mach einfach dein Video auf, dann kannst du deinen Sound selbst abchecken. Jetzt läuft's. Ja. Gruß aus dem Ruhrpott, Essen. Ja, da komme ich auch vorbei, Emanuel. Ja, Essen. Ah, die haben auch ganz schöne Ecken. Diamond Hands wünsche ich dir. Ja, die habe ich, Leonardo. Die musst du mir nicht wünschen. Die habe ich. Wie habt ihr die denn? Ja, also jetzt ganz ehrlich, wer ist denn gestern an dem gestrigen Tag, der ja schon so irre war nach vorgestern, wo wir schon gut verloren haben, wer ist denn da unruhig geworden? Von euch. Boah, 160 Leute, ihr seid ja Wahnsinn. Echt. Wäre schön, wenn ihr alle mal liken würdet. Ja, hallo, Elchen. Schön, dass du auch damit am Start bist hier. Turtle, immer nett sein. Immer nett sein. Ja, Nabeln, Shark ist auch mit am Start. Ja, meine Admins sind zumindest hier mit. Na, ihr sorgt hier immer bitte für Ordnung in unserer Anarchie. Jens, wann kommt der Squeeze? Wie hoch geht der und wie lang geht der? Ach, ihr seid Idioten, immer noch die gleichen Fragen. Immer noch, ein bisschen, bisschen. Gestern war fast der geilste Tag, ja. Ich nicht nachgekauft, hab gestern nachgekauft. Oh, sehr schön. Nochmal nachgekauft. Cool, bin entspannt, bin total entspannt. Oder, ja. Gleichen Diamond Hands, ja. Da würde mich mal interessieren von euch. Habt ihr denn für euch ein Zeitfenster gesetzt? Also sagt ihr, ey, bis dann und dann, dann ist wirklich für mich gut? Oder sagt ihr, das ist mir vollkommen gleich, ich warte einfach, weil ich so überzeugt bin
und bin komplett ruhig. Ich gehe gleich auch noch mal ein bisschen rein, ein bisschen mehr darauf ein, warum ich jetzt so lange offline war. Ich habe ja gesehen, es gibt ganz viele neue AMC-Kanäle, ne? Ich habe das so mit einem Auge so ein bisschen verfolgt. Die wachsen auch wie Unkraut, ja, hier um die Ecke. Ja, und die machen auch alle, so wie ich das jetzt gesehen habe, soweit es geht, einen ordentlichen Job. Ne? Lieben Gruß geht aus an Aktienrentner, Hamster, wen es da alles gibt. Ne? Finde ich ganz cool, dass die Leute da täglich informiert werden. Bin auch entspannt, wenn Dumbo und wichtiger, welche Farbe. Bei mir ist ja kein Lambo. Ich würde mir tatsächlich, ich würde mir den neuen Tesla holen. Diese Space Car, die finde ich so geil. Diesen Space Truck. Ja, ich habe auch drei Kinder, da macht das halt Sinn. Ich brauche Platz. Ja, im Lambo geht das nicht. Wenn ich die Millionen habe. Ja, gut, oh gut, das ist gut. Ja. Was muss jetzt passieren, dass es wieder nach oben geht? Ja, wir müssen Volumen bekommen. Das ist ja schon mal gut. Wir haben auf jeden Fall schon mal, gestern hatten wir mehr Volumen. Immer wieder nachgelegt, auch gut. Ja. Kann ein Jahr dauern. Bin echt entspannt. Ach super, okay. Ja, bis 2099. Dalli Boy, ja. Das ist geil. Moin, Peter. Grüß dich. Ja. Ich warte, bis es richtig hoch geht. Ja. Bis zum Ende, mein Lieber. Okay, ich war mit den Apes. Ich warte. Es wird irgendwann passieren. Ja, wir hatten eine Umfrage gemacht, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, also jetzt, ich glaube, 3, 4 Wochen. Und vor 3, 4 Wochen war es halt so, dass ungefähr, nachdem das Ding so steil gegangen ist nach oben, 2 Minuten haben wir noch, Leute, als das Ding so nach oben gegangen ist, da sind dann nochmal 10, 15% aus der Community waren Neu-Apes. Ne? Stefan, ja, hallo. Lange nicht gesehen, freut mich auch. Hallo. Ja. Lange gewartet. Ne? Warten, jetzt haben wir schon so lange gewartet, also weiter warten. VW-Bus, ja, das wäre auch cool. VW-Bus finde ich auch geil. Ich mag diesen alten, ich weiß nicht, wie der heißt. B9, es heißt ja B9, ich bin nicht sicher. Long Position, bis die ganzen Blockbuster abgelaufen sind. Ja, ich habe Zeit. Was Großes muss gegebenenfalls meine Tochter weiterhalten. Für was Großes, gegebenenfalls meine Tochter muss weiterhalten. Ah, das ist gut. Also für Kinder ist immer. Ja. Ariel Atom, was ist das denn? Ariel Atom musst du dir kaufen. Das klingt wie keine Ahnung, Waschpulver aus der fernen Zukunft. Ariel Atom. Timo schreibt was Schönes. Börse nimmt das Geld von den Ungeduldigen und gibt es den Geduldigen. Ja, genau. Ja. Peter fragt, könntest du in einen Long Squeeze kommen? Wenn ja, was wären die Indikatoren? Also, einen Indikator gibt es nicht. Du würdest halt immer so kleine Gamma-Squeezes sehen, eigentlich so wie bei Tesla. Ne? Also, aber das glaube ich halt, es wird halt deutlich schwieriger aufgrund der neuen Regularien alle. Ne? Das wird halt so in dieser Form, glaube ich, nicht mehr passieren. Deringer ist da. Good evening. Bin seit Ende Januar dabei. Verkauft wird bei 7-stelligen Depotstand nach Abzug. Genau Tesla X. Ja, geil. Sandra ist da. Squeeze denn überhaupt? Also ich sage ja, wissen tut es aber keiner. Also jetzt wirklich zu 100% und jeder, der es halt sagt, der spinnt halt. Ne? Der sagt, ich weiß 100%, dass das Ding squeezen wird. Ne? Sehr, 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 sehr wahrscheinlich. Das ist ja auch der Grund, warum viele hier seit Januar, auch teilweise Dezember drin sind. Ich bin selber seit Anfang März drin. Ja, ich glaube aber ja. Also wir haben mit 46,19 abgeschlossen, meine Lieben. Ich mach mal eben. Warte, soll ich mir die Maus ein bisschen ziehen? Bam, bam, bam. Ich mach mal eben hier meinen Lieblingsstundenchart. Das kennt er ja. Also, das hier war ja schon verrückt. Ne? Also, das war echt ein verrückter Tag. Also, das war schon. Ne? Also, jetzt hier mit dem Pre-Market. Das war schon. Ja, und wir sind jetzt eigentlich so auf Stundenbasis immer noch in einem bärischen Bereich, ne, dass es eigentlich jetzt noch so ein bisschen nach unten gehen könnte. Ich sehe aber eine starke Grenze hier bei den 40. Ne. So, Andreas, Nachtschicht und Jens gucken. Gruß aus Dortmund. Ja, Andreas, lieben Gruß zurück. Andreas ist einer meiner ersten Follower und wir haben uns tatsächlich getroffen in Dortmund die Tage vorgestern. Lieben Gruß nochmal. Danke nochmal für die Einladung, Andreas. War sehr nett, nett, sehr netter Austausch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Wann kommt dein Video zur Exit-Strategie 2.0? Dann, ja, ich wollte es eigentlich schon längst fertig haben, Mike, aber dann, wenn ich da Bock drauf habe, das fertig zu machen. Ganz simpel, ja. Also, ich kann da jetzt ja mal ein bisschen drauf eingehen, ne? Also, ich habe mich ein bisschen zurückgezogen, weil das ist jetzt so meine persönliche Meinung, dass für mich weitestgehend alles über AMC gesagt ist, ne? Also, so die grundsätzlichen Themen, dass sie halt ihre Positionen decken müssen, was noch nicht passiert ist, ne? Die ganzen Hintergrundinfos, alles, was da jetzt aufgedeckt wurde im Laufe der Wochen, Monate, da ist für mich alles erzählt und das Spiel läuft und der Ball rollt einfach über das Spielfeld. Und für mich ist jetzt gar nicht so entscheidend, ob der jetzt in die rechte Ecke läuft, in die linke Ecke läuft, sondern für mich ist da eigentlich alles gesagt. Und deswegen habe ich da für mich jetzt auch gesagt, okay, dann kümmere ich mich jetzt so ein bisschen für mich wichtigere Themen. Also A, ein bisschen Urlaub gemacht mit der Familie, wirklich Zeit mit den Kindern verbracht. Jetzt werden wir auch noch mal in 2, 3 Wochen, wenn wir auch noch mal ein bisschen Urlaub verbringen, dann kommt meine große Tochter zu Besuch. Und einfach wichtigere Dinge, auch andere Themen, weil für mich ist das einfach auch, das ist jetzt nur meine persönliche Sicht, ist es auch nicht gesund, wenn man jetzt wirklich 24/7 sich mit AMC beschäftigt. Ne, das bringt einen nicht voran, weil du hast dein Geld investiert und entweder du bist überzeugt oder du bist nicht überzeugt. Und wenn du halt so ein bisschen gerade am Schwanken bist, dann kannst du für dich ja entscheiden, aber wirklich jetzt alle 3 Minuten auf den Chart gucken, ist nicht meins, ja, und ich kümmere mich dann lieber um Dinge, die halt, wo ich sage, okay, da nutze ich meine Zeit sinnvoller. Ne? So, und also es gab jetzt keinen Grund, dass ich jetzt sage, ja, hast du verkauft oder so. Nee, ich war auch weiterhin in meiner Telegram-Gruppe, war ich auch weniger aktiv, aber auch immer wieder in Sprachchats drin, haben uns da ausgetauscht, ne? Hab da auch eine super Admin-Truppe, da auch nochmal großes Dankeschön an die 10, 11 Herren und Damen, die sich da wirklich super drum kümmern. Wir haben da auch wirklich sehr, sehr kompetente Leute drin. Ne? Da will ich den Manu mal erwähnen, der da wirklich richtig kompetent ist. Den werde ich auch mal hier mit reinnehmen. Dann können wir auch noch mal ein bisschen zusammenfachsimpeln. Ich werde aber jetzt noch ein bisschen mehr Sachen machen. Auch mit dem High Risk. Dann machen wir zusammen. Check mal bitte die Höhe der Tageskerze, schreibt er gerade. Werden wir zusammen einen Stream machen. Ich war auch bei ihm die Tage spontan mal drin. Also ich bin nicht weg von der Bildfläche. Ich habe nur gesagt für mich, hey, ich muss jetzt nicht unbedingt jeden Tag was hochladen. Ich verstehe, dass viele so die Informationen haben wollen jeden Tag und den Austausch. Ne, ich mache das so über die Telegram-Gruppe und über die Community. Hat dabei selber jetzt nicht den Just, das immer so nach draußen zu transportieren. Und da glaube ich, habt ihr jetzt auch Leute, die das wirklich auf täglicher Basis sehr, 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 sehr gut machen. Ne? Und mir geht es weiterhin so eher um die Hintergrundgeschichten und so. Natürlich kamen jetzt so neue Themen so mit auf. Ich fand das auch mit diesen Fail to Deliver, die da jetzt aufkamen. Diese These fand ich sehr interessant. Leider ist ja meine Prognose oder mein Wunsch nicht aufgegangen, dass ich gesagt habe, das wird im Juni wahrscheinlich squeezen, weil ich einfach dachte, dass die Fail to Deliver alle zusammenkommen, ja, dann plus die neuen Regelungen. Das sah halt so aus, dass sich da wirklich was bewegt. Große Kauforders übrigens gerade hier im Aftermarket. Und das hätte schon gepasst für mich, ne? Also hätte mich jetzt nicht überrascht, wenn es jetzt nochmal wirklich gut nach oben gegangen wäre. Aber gut, jetzt heißt es erstmal weiter warten. Ja, Gruß aus Schalke. Ja, lieben Gruß zurück. Aus der AMC Entertainment Damons Gruppe. Hi, Oktay. Ja, lieben Gruß zurück. Oktay ist da Admin, auch ein sehr netter Dude. Also auch da eine schöne Gruppe. Geht da einfach rein, ne, holt euch Infos in Telegram-Gruppen. Da hat man einen wunderbaren Austausch. Es gibt Gruppen, die sind ein bisschen größer. Ne, meine ist ein bisschen größer. Da muss man jetzt auch sagen, bei mir kann halt auch nicht jeder schreiben, ne, weil es einfach zu viel wäre bei über 2.300 oder 2.400 Leute mittlerweile. Deswegen gibt es halt auch viele andere Gruppen, wo man sich immer wieder austauschen kann. Ich gehe mal auf die Tageskerze. Mal eben gucken. Ja, die ist aber klein, mein Lieber. Ist jetzt nicht so groß. Hast du bei 35 verkauft, fragt der Sven. Nein, habe ich nicht. Das hatte ich aber schon damals, als ich den letzten Livestream und den vorletzten Livestream, da kamen die Fragen schon. Da habe ich mich an den eigenen Plan nicht gehalten, weil ich einfach gesehen habe, es ist zu steil nach oben gegangen. Und nee, hab die festgehalten.
Also ich bin immer noch drin, habe immer noch meine 1650 Anteile. Ja. Juni gilt nicht für 22. Grüße aus Stuttgart. Marc, nee, es galt für 21 tatsächlich. Aber ja, wissen tue ich es ja auch nicht. Ne? Das war jetzt so, hatte ich ja gerade erklärt, wie ich da auf die Prognose gekommen bin. Ne? Ja, da kann man jetzt sagen, ah, der Jens, der hat gesagt. Aber wenigstens trauen sich mal Leute, was zu sagen. Ne? Es gibt ja einige, die sagen jetzt nie was. Das ist einfach so ein Tipp, wo ich gesagt habe, vielleicht auch so ein bisschen Wunschdenken. Aber ja. Frank, recht hast du. Ich schaue auch nur noch selten in mein Depot. Ja, super. Ja. Jens musste doch die ganzen Sachen besticken. Ja, genau. Es gab halt so eine Community-Geschichte. Da hat mir so Poloshirts für die Community gemacht und ja. Und Carsten hätte sie gerne. Ja, ich kann den Carsten mal fragen. Also wenn der Carsten Bock hat, dann nehmen wir den dazu. Carsten ist auch ein Mitglied unserer Community, selber sehr erfolgreicher Unternehmer und hat halt auch richtig Hintergrundwissen und ist auch oft in den Sprachchats, die wir regelmäßig bei uns machen, immer wieder mit drin, hat sich aber jetzt auch so ein bisschen zurückgenommen. Ne, ich glaube, mit der gleichen Intention wie bei mir. Aber ich gehe auch nicht davon aus, dass er es verkauft hat. Ich weiß es aber nicht. Ja. Jens, sehr gerne, sagt der Andreas. Vielleicht können wir es nochmal wiederholen. Ja, klar, wenn ich nochmal in Düsseldorf bin, gerne. Der Hopf wäre geil, Finanztyp. Ja, ich habe tatsächlich mit dem Hopf zwei E-Mails ausgetauscht. Ich mag den auch, finde auch gut, dass er damit aufgesprungen ist auf die Geschichte. Ja, muss man mal gucken. Ist natürlich hat auch einen anderen Ansatz, ne, und ist auch deutlich größer jetzt als alle, die in AMC investiert sind, aber ich mag ihn. Man muss, der hat eine spezielle Art, der ist sehr klar in seinen Ansagen und ich weiß, einige sagen, der ist so ein bisschen snobby. Ich mag den aber, weil der einfach Plan hat. Ja, mal gucken. Ne? Aber ich werde mich da jetzt auch nicht irgendjemanden an den Zipfel hängen. Ne? Sowas mache ich nicht. Ne? Vielleicht ergibt sich das und vielleicht auch nicht, aber. Endlich sieht man dich mal wieder. Dachte, du bist verschollen, Sukram. Nee, ich bin nicht verschollen. Nein, nein, alles gut. Na, ich habe es gerade erklärt. Ich hatte einfach für mich wichtigere Themen. Bin immer noch in AMC komplett investiert. Alles gut. Alles entspannt. Ja. Philipp fragt: Glaubst du, die neuen Regeln sind überhaupt schon aktiv? Ein Kumpel von mir, Investmentbanker, der auch manchmal naked shortet, hat von dir noch nichts gehört. Meinst du das ernst? Der manchmal naked shortet? Also, das kann er ja gar nicht in Deutschland. Ne, geht ja gar nicht. Noch nichts gehört. Ja, also, so wie ich es verstanden habe, ist sie aktiv. Ne? Jetzt geht es natürlich auch um die Umsetzung. Ja, und irgendwann, also bleibe ich dabei, dass ein Squeeze halt unvermeidlich ist. Ja? Wir sind jetzt, Leute, ihr dürft das nicht vergessen, ne? Wo wir jetzt herkommen. So, und wenn ihr jetzt mal guckt, ja, also ich bin hier eingestiegen, wann bin ich eingestiegen, wo ist es? Hier irgendwo Anfang März, hier. Oh, da ist gerade ein Follow oder sowas reingekommen. Ich kann da eben, muss eben gucken. Ah, René, freut mich, hallo. Ich kann immer nur so nachgucken, ich sehe das hier leider nicht. Ich weiß nicht, warum das hier nicht angezeigt wird, die Alertbox. Das muss ich mal eben hier runterziehen. Oder seht ihr das im Stream? Weil ich sehe das hier nicht, wenn hier einer liked. So, was ich. Oh, jetzt habe ich Musik angemacht. Das wollte ich nicht. Aber was ich euch sagen wollte, also ich habe hier Anfang März, wo war es? Hier so bei 9 Dollar ungefähr. Hier bin ich reingegangen, ne? In AMC. So, und dann haben wir ja, wo ich auch regelmäßig die ganzen Videos gemacht habe und auch die Aufklärungsvideos hier mit den Hintergründen über Dark Pool, über das High Frequency Trading, ne, was halt alles bei rumkam. Da haben wir die ganze Odyssee ja mitgemacht, ne? Als der Kurs dann wirklich hier bis 14 hoch ist und dann sind wir wieder runter, was ja auch, ne, 50% sind, darf man jetzt nicht vergessen, um dann wieder runter auf 8 Dollar zu gehen und uns dann lange, lange seitwärts zu bewegen. Und dann kam ja hier die Explosion, ne? Aus welchen Gründen auch immer, ne? Für mich war ja immer also für mich waren ja immer die 13,50 entscheidend, die wir auch wirklich hier gebrochen haben. Und dann ging das Ding nach oben. Das war ja auch das, was auch alle immer gesagt haben, dass die 13,50, wo wir hier mehrfach abgeprallt sind, entscheidend war, weil einfach Millionen Daytrader sich ein Setup gesetzt haben und dann hast du halt FOMO-Effekt, Daytrading, ne? Und das kam dann halt zusammen. So, und jetzt glaube ich, dass wir diese Phase
die sich ja hier, nachdem es hier diesen ersten, das sieht ja jetzt wirklich aus wie keine Ahnung, wie ein Kindergeburtstag zu dem, was wir jetzt haben, ne? Und früher war das hier so für uns die Messlatte, dass diese Konsolidierung, die wir jetzt hier haben, ne, da seht ihr auch, da fallen wir jetzt erstmal gut ab, ne? Da sind wir von 25 auf, oder was war das hier, 27 in der, ne, ja, ich glaube aber 27 war das Allerhöchste, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ne, 20, ja, so, und dann sind wir ja wirklich bis auf 5 wieder runter und ich glaube, dass das sich jetzt hier wiederholt, dass wir jetzt hier auch wieder so eine Seitwärtsbewegung haben in gewissen Kanälen, also jetzt wahrscheinlich bis 40. Ich hatte eher gehofft, dass wir uns hier in diesem 50er-Kanal bewegen, ne? Also so 42 und dann durchgehend. Oh, Colin, spende 2 Euro für die Kriegskasse. Viele Grüße an alle Apes. Ja, danke schön, Colin. Sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett. Ne? Also ich denke jetzt, dass sich das hier seitwärts bewegt. So, und das hier, also der RSI, der ist ja immer noch in einem leicht bärischen Momentum, genauso halt auch der MACD, aber der flacht jetzt auch schon ab. So, und das heißt, er müsste auf Tagesbasis jetzt langsam auch wieder drehen. Ne? Wichtig ist natürlich, dass hier die orangene MACD-Linie, die hier die blaue Signallinie kreuzt. Ne? Das heißt, dass sich die blaue, also dass die orangene Linie sich drüber legt und dann kann man eigentlich wieder ausgehen, dass es jetzt positiv wird. Ne? Oh, da kam noch ein Follow rein. Wer kam denn da? Ach so, das ist das Ding vom Colin. Sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett. Dankeschön. Ja, das denke ich halt. Und diese Konsolidierung, da habt ihr ja, ne, wir sprechen hier von, also von März bis, wann ging es hier wirklich los? Bis Juni, also von 2 Monaten. So, und das hier, das war jetzt auch, also, wenn man jetzt insgesamt guckt, nicht von März, sondern das war ja Januar. Das heißt, das hat sich jetzt hier fast, ja, den gesamten Februar, März, April und dann Mai, fast den gesamten Mai durchgezogen. Also sprechen von 4, 5 Monaten. Ich sage nicht, dass das jetzt so lange dauert, ich weiß es nicht, aber ich stelle mich darauf ein, dass es einfach länger dauert. Ja. So, ich gucke mal eben, dass ich eure Fragen da durchgehe, Carsten, bla bla bla. So, Philipp, das war bla bla bla. Okay, dann sollte es Montag steigen, ja. Diese Woche dreimal nachgelegt. Lothar, sehr schön, cool. Na, das zeigt ja, dass du sehr überzeugt bist. Das lese ich auch immer wieder, dass die meisten halt weiterhin von der Nummer weiterhin überzeugt sind. Ne? Und da halt trotzdem ihre Position sogar weiter ausbauen. Ja, wünsche euch was. Stronghold, bis zum nächsten Mal. Wolfgang, schön, dass du kurz da warst. Hat mich gefreut. Für was das Cap steht? Kokolores, wurde schon gefragt, für was das Cap steht. Was meinst du? Kokolores, kann dir gerade nicht folgen. PS, nächste Woche bei gutem Wetter gibt es den nächsten Bannerflug. Mehr Infos folgen spätestens am Sonntag. Ja, cool, High Risk. Ja, also der High Risk, der war mit so der Hauptorganisator, ne, von dieser Bannergeschichte. Da gab es auch noch andere, also auch aus der Community. Einmal der Ray, der ist in einer Gruppe, die nennt sich King Kong. War ganz zu Anfang da sehr stark involviert und auch der Monkey. Und noch alle, also andere so aus dem Orga-Team, ne, die dann auch da an den Videos rumgearbeitet haben und so. Also großer Dank da auch nochmal an alle coole Aktionen, die da am Ende bei rumgekommen ist. Das finde ich wirklich super. Oh, Tobias auch nochmal. Grüße, Tobi, danke. 4,49 haut er in den Dings. Ich verstehe nicht, warum das hier nicht angezeigt wird bei euch. Das ist ganz oben. Ne? Also irgendwas scheint ich ja hier verkehrt zu machen mit der Box. Ich raff's nicht. Warte mal, nur in Aufnahme sichtbar. Ach, sowohl im Stream als auch in Aufnahme. Guck mal, vielleicht habe ich es jetzt gelöst. Jetzt müsst ihr noch mal spenden oder einmal ein Follow da lassen, um zu gucken, worum es geht. Ja. Na, war natürlich ein Spaß. Also, ihr braucht ja nichts, bitte nichts, nichts jetzt extra spenden. Deswegen. Ich wundere mich nur immer, dass ich das nicht sehe. Da war ich nicht dabei. Ja, wer von euch ist denn neu dabei? Also, wer von euch, mit neu meine ich jetzt wirklich, hier erst während des Aufstiegs oder danach, also das heißt nach Ende Juni, Ende Mai. Wer ist denn erst seitdem da von euch dabei bei AMC? Und mich würde interessieren, wie ihr euch auf dem Laufenden haltet. Also seid ihr jetzt bei Twitter aktiv, seid ihr in Telegram-Gruppen? Haut das mal raus. Ja, auch gerne mal die anderen Gruppen bewerben, wenn ihr da gute habt.
Ne, dürft ihr dir gerne mal machen. Wir sind eine Community, ja, und da gibt es für mich jetzt nicht, das ist jetzt die, keine Ahnung, das ist jetzt die King Kong-Gruppe, das ist jetzt die AppCap-Gruppe, das ist die Headphones-Gruppe, das ist jetzt die Entertainment-Gruppe, ne, sondern am Ende haben wir alle ein Ziel und wollen uns alle gegenseitig unterstützen und supporten und aufklären. Ne? Gefragt, was für was das Cap steht. Also, das habe ich immer noch nicht verstanden, Kokolores. Bitte einmal helfen hier. Der Haupt weiß, dass er bald viele neue Kunden hat. Ja, natürlich. Also, Raoul kann natürlich sein, dass er das auch, das ist auch vollkommen legitim. Ne? Also, der Mann verdient damit sein Geld. Ja, so, und wenn er jetzt, ich sag mal, diese gesamte Geschichte mit Naked Shorts und ja, mit den synthetischen Aktien, das alles halt einfach nutzt, auch um neue Kundschaft für sich zu generieren. Ja, warum denn nicht? Vollkommen in Ordnung. Ne? Wenn man dem Mann vertraut und sagt, ich möchte hier Geld investieren, alles gut. Ist man mit 600 Mal AMC gut aufgestellt? Ah ja, würde ich sagen, bist du in einem guten Schnitt. Also der Schnitt in der Community, in den Telegram-Gruppen in Deutschland ist 200.000. Wenn man jetzt guckt in den USA, das kann ich halt euch auch nochmal zeigen. Ich habe ja, hier ist übrigens nochmal ein Video vom Bannerflug. Das hatte einer gepostet, was der High Risk meinte. Es gibt halt hier dieses Notion-Sheet, was ich hier gebastelt habe. Ey, wieso ist das nicht mehr da? Hier. Hier ist das jetzt das Englische. Wir haben das aber nochmal auf Deutsch. Und dann kann ich euch das nochmal zeigen. Da sind halt so alle Standardfragen drin, Leuten, denen man halt folgen kann auf Twitter und auf YouTube und so. Und was ich euch zeigen wollte, wir haben hier diesen Squeeze-Simulator. Den kann ich ja mal eben aufmachen. Und da machen wir einen Share-Count. Ne? Also, wie ihr seht, haben halt hier viele in den USA, 4000 Leute, in Deutschland haben 3000 teilgenommen. Und der Durchschnitt ist bei 1000 Shares ungefähr, 1027. Von ungefähr 10.000 Leuten, die teilgenommen haben. Ja, so, und da könnt ihr einmal euren Sharecount eintragen und ihr könnt halt hier so einen Squeeze simulieren, wo ihr sagt, hier, pass auf, 5.000, ich denke, der Squeeze geht bis 5.000. Ne, tragt ihr hier eure Anzahl ein, ich gebe jetzt einfach mal von dir die 600 ein, Eiern, ne, und dein Einkaufspreis waren, ich sag mal, 12 Dollar, was auch immer. Ne, 7.200 hast du dann bezahlt für deine, so, und dann sagen wir mal, jetzt geht's los. So, und dann rennt die Kiste. Ne, das hat einer aus der Community hier gemacht, hat das Ding gebastelt. Das werde ich auch nochmal in meinem Exit-Strategie-Video einbauen. Finde ich ein super Tool, wirklich richtig, richtig nice. Ne? Nur damit ihr einmal wisst, wie so ein Squeeze halt auch aussieht und was das vielleicht mental mit euch macht. Und was ihr dann machen könnt, ist, also ihr sagt jetzt hier Sell, ne? Und jetzt möchte ich bei, keine Ahnung, möchte ich hier meine ersten 30 verkaufen. Lassen wir den mal laufen. Ne? Mit 70, da fangen wir noch gar nicht erst an. Außer du bist so ein Paperhands wie ich. Ja, so, wo sind wir jetzt? So, sagen wir 170, ersten Sell. So, und dann könnt ihr nachher, das könnt ihr halt jetzt einfach mal durchgehen. Ich mache jetzt mal ein paar Beispiele einfach. 50, dann seht ihr am Ende, okay, wie viel hat er jetzt Gewinn gemacht? Und jetzt darf man hier die Rakete ein bisschen zünden. 145. Ja, und dann seht ihr immer, wie viel hat euer Portfolio auch direkt wert, ne? Auch was halt spannend ist hier zu sehen, von 100.000, ne, geht es jetzt wieder auf 85, 10.000 verloren, ne, so 20.000 verloren. Ne, und da muss man halt wirklich ruhig bleiben. Da gehe ich aber auch nochmal in dem Exit 2.0 Video ein. Ansonsten guckt euch erstmal mein erstes an, plus das Video über die Emotionen. Ne, da bin ich drauf eingegangen. Ne. Ist ein cooler Simulator, schaut euch den gerne mal an. Also coole Geschichte. Lass mal laufen, gehen wir gleich nochmal rein, wenn er oben ist. Ja. Der Hauptpreis, also dat, 600 Düsseldorf, ja. Ja. War dann am nächsten Tag mit Cap und Polo unterwegs. Ach so, ja, geil. Ne? Also freut mich, dass dir das gefallen hat. Sehr schön. René, hallo und guten Abend. Hallo, schön, dass du da bist. Prächtig, ja. Alex Heli. Dass es bei GMI eine Dividende in Form von Kryptowährungen gibt. Stimmt das? Und was meinst du? Das wird was, wenn GME squeezed, dann squeeze AMC ja auch. Ja, ich habe es auch gelesen. Ich finde aber den Typen, der das gepostet hat, ich kann mal eben gucken. Ich habe das auch hier in meiner Telegram-Gruppe gesehen. Dun, dun, dun. Wo ist er?
Hat Präsident Biden? Dazu sagen, Kapitalismus ohne Kommunismus ist kein Kapitalismus, ist Ausbeutung. Ja, schöne Nachricht, direkt an Citadel. Sehr, sehr schön. So, warte mal, ich guck mal gerade. So, das ist der Tweet, den du meinst, von diesem Tofik Fasnula. Und der schreibt halt, ne, dass am 14. Juli eine Kryptowährung rauskommen wird. Und dadurch, dass halt die Kryptowährung nur seitens GME selber erstellt wird, das heißt, die kann man nicht auf dem Markt kaufen. Gibt es natürlich ein Problem, weil die Hedgefonds, also sollte das so kommen, ich glaube es jetzt persönlich erstmal nicht, aber sollte das so kommen, können die Hedgefonds, die halt als Verleiher der Aktien gerade ja auftreten, und als Verleiher bist du nachher verpflichtet, die Dividende zu bezahlen. So, wenn du jetzt natürlich Milliarden von Shares hast, dann wird es sportlich, ne? Weil du musst halt etwas kaufen, was du nicht auf dem öffentlichen Markt kaufen kannst. Und damit kann GME den Preis halt komplett bestimmen. Ne? Das wird halt, wenn das so ist, wäre das ein Endlevel-Move, wirklich richtig geil. Ich glaube es aber nicht. Der hat auch gestern irgendwas gepostet mit, muss man eben gucken, Tofik Fasnula. Ich kenne den Typen halt gar nicht. Ich habe das nur immer hier beobachtet. Ich will mal eben gucken, ob ich den hier finde. Tofik, da ist er ja schon. Und der hat halt auch Quatsch gepostet, ne? Das muss man halt auch sagen. Der hatte halt gestern Cryptocurrency, ja, so, wo ist es? Boah, der postet ja wirklich jede Stunde. Ja, auf jeden Fall hatte er halt gepostet, dass SSA nicht aktiv ist und so. Das stimmt halt nicht. Natürlich war die SSA-Regel an. Ne? Das war Kappes, was er da erzählt hat. Deswegen, ich kenne den Typen nicht, ich kenne nicht seinen Background, ich weiß nicht, wie fundiert das ist. Würde es aber feiern. Ne? Wenn das so wäre, dann wäre das wirklich nett. Ja, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet, Alexander. Moin aus Hamburg. Ja, Bro, hi. Kannst du die Fail to Deliver eingehen? Was möchtest du denn da wissen, Leonard? Ist halt am Ende so, es sind halt Aktien, die geliefert werden müssen zu einem gewissen Stichtag und oft nicht geliefert werden. Ja, und da ist halt man halt die SEC jetzt vermehrt hinterher, dass die halt geliefert werden zu diesem Stichtag. Inwieweit die aber jetzt noch Möglichkeiten haben, also man kann das bis zu 35 Tage laut meines Kenntnisstandes immer wieder verlängern. Ja, es gab halt eine schöne Übersicht, wo man halt gesehen hat, wenn viele Fails to Deliver da waren und dann einen Monat weiter, also diese 35 Tage weiter, dass dann der Kurs auch wirklich explodiert ist. Da hatten wir auch diese kurze Explosion, aber leider, als jetzt viele wirklich Ende Juni zusammengekommen sind, war dieser Effekt nicht da. Und deswegen bin ich ein bisschen irritiert, also was das zumindest angeht. Ne? Muss ich echt sagen, es klang für mich nämlich erstmal sehr, sehr logisch. Ja, und leider ist da nicht mehr bei rumgekommen. Hab 17 nachgelegt, sehr schön, Bro. Halten denn die Leute hier? Was ist so der Durchschnitt? Ja, Eiern bin ich ja schon eingegangen. 1,6, 2000. Ich habe vierstellig. Bro, ja. Jens, gibt es einen Punkt, an dem du deinen Einsatz rausholst oder sind die Shares zu schade, weil es aus deiner Sicht eh weiter steigt? Marc, nee, ich hatte tatsächlich einen Plan. Der war bei 35 Euro, wollte ich meine ersten Shares verkaufen, nicht ganz den Einsatz rausholen, sondern 6-7% meiner Shares verkaufen. Jetzt bin ich aber noch drin, ne, und halte jetzt einfach erstmal. Ne. Wir waren ja schon auch bei 50 Euro oder 60 Euro und so. Oh, hier ist eine Mücke. What the hell? Aber es wird natürlich den Punkt geben, ja. Den Punkt wird es geben, weil das für mich, ne, funktioniert, weil ich dann emotional freier mit der gesamten Geschichte umgehe, sollte es jetzt squeezen, ne, weil dann nach mir die Sintflut. Und dann können die restlichen, keine Ahnung, wie viel Shares ich ja dafür loswerden muss, die lasse ich einfach laufen. Ne, und da gehe ich auch in meinem Exit-Strategie-Video drauf ein. Das kannst du gerne nochmal angucken. Das ist ja auch zeitlos. Also viele Informationen, die ich ja gepostet habe, das ist nicht immer nur tagesaktuell, sondern geht es um grundsätzliche Informationsthemen. Dann geht ihr einfach mal bei mir im Kanal unter allgemeine Hintergründe. Und da könnt ihr euch das anschauen. Ich habe bei 40 Euro gekauft, schreibt der Benedikt. Ah, okay. Das heißt, du warst dann später am Start.
Wird noch eine längere Sache mit dem Squeeze, Gegner so viel Kohle im Spielraum haben oder was meint ihr, Matthew? Ja, man darf ja nicht vergessen, die haben ja zuerst unser Geld. Das heißt, der Großteil der synthetischen Aktien ist ja, also jede reale Aktie ist ja eigentlich verteilt. Nur noch ein kleiner Teil, wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt jetzt 200 Milliarden synthetische Aktien auf dem Markt. Ne, 500 Millionen Aktien, etwas mehr als 500 Millionen Aktien darf es ja eigentlich noch geben. So, das heißt, jede fünfte Aktie ist gerade mal real. Das heißt, wir haben ein Verhältnis von 80 zu 20. So, das heißt, wenn 1 Million Aktien gehandelt werden, dann sind 20 Millionen real, 80 Millionen sind synthetisch. Die synthetisch erstellt worden sind, dafür haben die ja das Geld erhalten. Das heißt, wenn sie jetzt eine Option erhalten von einem, also eine Option kaufen von einem Market Maker, die realen Aktien dafür erhalten, dann verkaufen sie die ja 1 bis 5 Mal, 1 bis 10 Mal, keine Ahnung, wie auch immer, und kassieren jeweils die 30 Euro, 10 Euro, was auch immer euer Einkaufskurs war, von euch. Das Geld haben die ja erstmal. Und damit können die arbeiten, ne? Und dann auch wieder Short-Positionen eingehen. Das heißt, sie sitzen auf einem massiven Berg an Rücklagen, mit denen die halt arbeiten können. Es gab gestern einen Artikel, dass ich glaube, jetzt in den letzten 30 Tagen aufgrund der Short-Positionen bei AMC und GameStop, ich glaube, oder AMC tatsächlich nur, 44 Milliarden verloren wurden, was schon ein großer Anteil ist. Ne, die haben aber immer noch einen großen Background. Ne? Du machst die beste YouTube-Aufklärung. Du hast gefehlt. 1 bis 2 Wochen wären doch okay. Ja, ich guck mal, Andreas, dass ich das jetzt wieder ein bisschen hochfahre. Danke für das Lob. Das freut mich sehr, sehr nett. Aber ich glaube, es sind viele andere auch hier. Ne? Also auch der Dale von Aktien-News, der macht das jeden Tag. Ne? Bringt da News. Und das ist auch wichtig. Also auch, dass man da täglich sich updatet. Ne? Und Vista to the Moon Forum. Ah, okay. Ja, bin neu eingestiegen. Anfangen. Sabrina, Anfang Juni, ja, sehr schön. Einstieg 5. Juni, Telegram, Rock'n'Roller, AMC to the Moon, sehr schön, freut mich, dass du bei mir in der Gruppe bist, bin relaxed in deiner Gruppe, super. Er meint da Gap, ja, okay, die Rock'n'Roller Cap und Polo, jetzt verstanden, ja, habe ich es kapiert jetzt, Kokolores. Ende Mai, EK44, deine Gruppe, super, super, Ape Community, eingestiegen bei 14, also 1368, mit Glück, ohne Ahnung. Pete, genauso wie ich, ich hatte auch keine Ahnung. Also, ja, ich habe mich schon ein bisschen eingelesen vorher. Das mache ich halt eigentlich immer. Bevor ich ein Investment mache, gucke ich mir an, wo ich mein Geld investiere. Aber da das für mich jetzt auch eine größere Position war, jetzt auf einer Aktie, habe ich mich da wirklich schon ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt. Wenn es mehr Aktien gibt, als eigentlich normal geben sollte, sollten wir alle eigentlich 100k pro Aktie verlangen, weil wirklich jede Aktie von unseren 500 zurückgekauft werden soll. Eigentlich sollte. Nee, das ist falsch, Marcel. Da muss ich dich leider, Pascal, da muss ich dich leider korrigieren. Es muss nicht jede Aktie zurückgekauft werden. Das ist auch etwas, was viele nicht verstehen, ne? Weil die halt denken, okay, es darf nur 500 Millionen Aktien geben, es gibt vielleicht 2 Milliarden, 2,5 Milliarden auf dem Markt. Wenn du aber jetzt, ich sag mal, 100k für dich als Limit schon gesetzt hast, ne? Deine Aktien sind drin, du hast sie im Depot und sagst, 100k will ich haben. Jetzt steigt der Kurs aber nur bis auf 60.000. Dann bleiben deine Aktien im Depot. Ob du jetzt reale oder irre oder synthetische Aktien hast, ist vollkommen irrelevant. Weil bis zu dem Preis von 60.000, der dann vielleicht erreicht wird, werden so viele reale Aktien hin und her gehandelt, die halt die Positionen von denen decken können. Das heißt, sie brauchen am Ende nur so viele Aktien kaufen, wie sie geschortet haben. Und da Aktien 1:1 austauschbar sind, müssen sie nicht unbedingt deine Aktien haben. Na, das ist eine wichtige Verständnisfrage, die man halt für sich beantworten muss. Es geht nicht darum, dass die jede Aktie benötigen, na, sondern die brauchen nur so viele Aktien. Ich muss mal eben hier die Mücke, die mir immer hier ans Bein springt, jagen. Ja. Das heißt, ganz in der großen Theorie würde eine einzige Aktie reichen, um ihre Position zu decken. Weil. Diese eine Aktie, das erkläre ich halt auch nochmal, ist jetzt auf dem Markt. Sie kaufen die, nehmen diese Aktie, melden damit der DTCC, ey, ich habe meine Position gedeckt, geben das dem Market Maker zurück, von dem sie die Aktie haben.
Der Market Maker meldet das auch der DTCC und der Market Maker ist verpflichtet, die sofort wieder auf den Markt zu werfen, weil er Liquidität sicherstellen muss. Ne, der darf die jetzt für sich nicht horten. Diese eine Aktie können dann die Hedgefonds wieder kaufen. Die kauft aber dann vielleicht ein Daytrader, die kaufst du, die kaufe ich. Ne, und dann sage ich, na, aber jetzt 1.000, ne, ich will jetzt 5.000 haben. Diese eine Aktie geht dann wieder, irgendwann landet die bei dem Hedgefonds, er nimmt die und deckt wieder eine Position bei sich. Gibt die wieder, sagt das der DTCC. Die DTCC nimmt diese eine Aktie aus ihren Büchern. Der Market Maker sagt: Pass auf, ich habe die jetzt auch zurückbekommen. Meldet das auch in die DTCC. Die DTCC macht einen Haken dran. Das Ding landet wieder auf der New York Stock Exchange und so weiter und so fort. Diese eine Aktie würde natürlich am Ende zig Trilliarden kosten. Ne? Das ist jetzt nur ganz große Theorie. Aber es klärt vielleicht auf, dass nicht jede Aktie benötigt wird. Das ist falsch. Ne? Deswegen, da darf man sich nicht einfach zurücklehnen und sagen, ja, ich warte einfach mal. Denn wenn der Großteil der Leute, ich sag mal, bei 1.500, bei 10.000, bei 50.000 zufrieden ist und aussteigt, dann sehen wir halt nie so einen Kurs. Wenn natürlich der Großteil der Menschen, und das glaube ich aber nicht, weil einfach die menschliche Psyche dagegen spricht, er sagt, wir halten einfach bis 500.000. Ich weiß, dass die Amis das so für sich sagen. Mich nervt diese Mücke, Leute. Gibt's auch nicht. Ja, ich habe sonst nie Probleme. Ich habe noch nie eine Mücke jetzt hier gesehen. Die ganzen Monate und jetzt nervt die mich hier. Ja, die Amis werden natürlich versuchen, auch so lange wie möglich zu halten. Aber versteift euch nicht darauf, ja, es muss jede Aktie gekauft werden. Ne? Da könnt ihr nachher auch einfach in die Röhre gucken. Ja, bei 50 Euro genau das Gegenteil. 200 Euro war Verkaufsorder. Aber bei der Verkaufsorder ist das doch wurscht. Wird doch dann automatisch gelöscht. Oh, danke für den Follow bei Twitter, Zubo. Freut mich. Bei der Verkaufsorder ist das doch wurscht. Wird doch dann automatisch gelöst, oder? Ausgelöst, meinst du, die Verkaufsorder? Ja, die wird dann ausgelöst. Ja, das ist richtig. Aber wichtig ist natürlich, dass dein Limit erreicht wird. Ne? Wenn dein Limit nicht erreicht wird, dann wird da gar nichts ausgelöst. Ja. 1K, ja, genau. Ja, wichtig ist halt, dass die Limits erreicht werden. Grüße aus Bochum. Hi Jörg, lieben Gruß zurück. Hallo ihr Lieben. Hi AR. Haben bis zum 8. 9. August noch Zeit maximal oder Meisel, also Pascal, das weiß keiner. Ne? Es sind immer so viele Daten, die immer rumschwirren. Ich halte mich halt gar nicht daran fest. Habe ich nie gemacht. Ne, das hat damals schon angefangen, dass sie alle so an den Quadruple Witching Day, das war glaube ich der 16. März, wo sie alle gesagt haben, jetzt explodiert das Ding und so. Ich habe mich da nie festgehalten an so einem Termin, weil ja die Vergangenheit auch oft genug gezeigt hat, dass sie halt andere Optionen haben, das Ding immer wieder zu verlängern. Ne, ich glaube, dass die Regeln, die jetzt gerade neu, also relativ frisch, ich glaube jetzt 3, 4 Wochen aktiv sind, dass die es auf jeden Fall schwieriger machen. Ne, inwieweit jetzt auch die SEC da wirklich auch durchgreifen kann. Dazu gehört ja auch, dass sie die Manpower haben, dass sie die Möglichkeiten haben, die Dinge zu kontrollieren. Da kam jetzt gerade noch ein Follow rein, da wollte ich mal eben gucken. Oh, nochmal 1,99 für den Superchat. AR, Dankeschön, sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett. Ist aber gar nicht nötig, ne? Ihr braucht nicht spenden. Alles gut. Wo war ich jetzt? Hängen geblieben. SEC, wie die halt aufgestellt ist. Ne? Und man hat auch in der Vergangenheit gesehen, dass immer wieder die besten Leute der SEC leider von den Hedgefonds aufgekauft wurden. Ne? Wie ihr wisst, SEC, staatliche Organisationen, die haben natürlich gewisse Gehaltsstrukturen, die ich sag mal in einem, glaube ich, immer noch in einem ordentlichen Bereich sind. Aber wenn ein Hedgefonds natürlich sagt, pass mal auf, du kommst jetzt zu mir und ich biete dir einfach das Fünffache, ja, und dann erklärst du mir mal, wie wir gewisse Sachen umgehen können. Ja, da sind halt in der Vergangenheit, speziell 2008, 2009, als dieser Börsencrash war und als man der Gensler die ersten Regeln ja schon durchdrücken wollte, sind sehr, sehr viele kompetente Leute direkt zu den Hedgefonds gegangen. Na, deswegen, gewisse Dinge brauchen einfach Zeit. Ne? Aber solange die halt nicht gecovert haben, das zeigen ja immer wieder auch auf täglicher Basis, ich gucke mir ja trotzdem die Streams vom Tray oder vom Course an, ne? Und gucke mir auch die Ortex-Zahlen an. Zwar nicht auf täglicher Basis, aber man sieht immer wieder, die shorten ja immer weiter die Esel. Ne? So, und deswegen ändert das nichts an der Grundsache. Guten Abend aus Wuppertal, guten Abend aus Hamburg. Ja, so, hast du gesehen, dass FINRA angibt, dass 30% von AMC im Besitz von Institutionen sind? Wenn das kein eindeutiges Indiz für Naked Short sind,
Ja, ist ja, das ist schon bekannt, Philipp. Das ist jetzt nichts Neues. Ja, ist bekannt. Jens, hast du auch gehört, dass Biden gegen die Shortseller vorgehen will? Gab irgendwo solche Nachrichten? Nee, habe ich nicht gehört, aber wäre natürlich nice. Kann er gerne machen. Ich habe Zeit, bin Pensionär. Ja, super. Ich noch nicht, ich arbeite dran. Norbert. Christian, Buy-in R895, mein IK 42, okay. Euro? Euro, ja, okay. Ja, dann bist du ein bisschen später drin jetzt, Dieter. Kann nur sagen, ne, wenn du es kannst, jetzt rauscht es hier bei mir. Wenn du es kannst, entspannt bleiben. Ne, versuch dich mit den Background-Informationen zu versorgen. Komm gerne in unsere Gruppe. Da haben wir auch dieses Notion-Sheet, wo halt wirklich diese ganzen Informationen auch nochmal konsolidiert sind. Ne, ich kann das ja hier einmal zeigen. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt nichts allzu super Privates hier. Auf Rock'n'Roller Trading. Ne, das nicht. Wo ist es hier? Das hier. So, und dann hat man halt hier auch wirklich die besten Due Diligence, Hintergrund, was sind Naked Shorting, Betrug, ne? Und dann ist das auf Deutsch schön übersetzt und dann könnt ihr euch das angucken. Das sind die besten Sachen aus Reddit, ne? Auf Deutsch, alles fertig. Und auch mit schönen, hier die besten Videos, die man sich angucken kann, gute Kanäle. Ne, und auch hier nochmal erklärt, ne? Also wie lange kann man ewig das Cover hinauszögern? Dann habt ihr hier so Fragen, die halt beantworten. Es geht auch wirklich in die Tiefe, ne? Also wenn ihr jetzt hier den Dark Pool, ne, und dann könnt ihr jetzt hier weiter, was sind Block Trades, ne, Block Trades durchgeführt, dann könnt ihr wirklich in die Tiefe gehen, was ist ein Blockhaus? Ne, das haben wir euch alles zusammengestellt. Und grundsätzlich haben sich die Themen nicht verändert, ne? Also es ist immer noch das Gleiche. Aber wenn man neu in der Thematik ist, ist, glaube ich, so ein Tool, sinnvoll. Ja. Fintel. Ja, umso länger die Chance, umso höher die Limits. René, weiß ich nicht. Ne? Würde ich jetzt nicht. Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Ist doch jetzt verboten, oder? Eine kann nur noch einmal verliehen werden. Ja, es wird ein Fleck gesetzt. Ob das aber jetzt auch physisch nicht möglich ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wird vermerkt, pass auf, du hast diese Aktie schon verkauft, ne? Oder verliehen, ne? Die kannst du jetzt nicht nochmal. Ob das dann auch wirklich nicht geht, systemisch, das weiß ich nicht. Ne? Genau, die machen es trotzdem, genau. Jens, schön, dich wieder zu hören. Gruß Rüdiger. Ja, lieben Gruß zurück, Rüdiger. Laut S3 wurden für AMC in Q2 nur 30 Millionen Shares Zinsen bezahlt. S3, ich kann leider keine Bilder für die Gruppe posten, sonst hätte ich es längst geteilt. Kann sein, dass das Bezahl-Content ist. Okay, schick mir das gerne mal, Philipp, also per Telegram. Gucke ich mir gerne mal an. Vor der Jahreshauptversammlung müssen sie auf Null sein. Auch da, ne, Dieter, da bin ich nicht mit dir ajour, weil sich das in der Vergangenheit auch immer wieder gezeigt hat, dass es nicht so war. Da gibt es auch hier von dem Trimbart, beziehungsweise hier das Interview. Also hier, der hier, West Christian und die Trimbart, die beiden. Guckt euch die Interviews an, wenn ihr des Englischen mächtig seid. Ich glaube, wir haben sogar die kompletten Dinger hier übersetzt, irgendwo. Haben auch hier nochmal so ein Tool, ne? Gewinn- und Steuersheet zum Beispiel. Das könnt ihr euch hier reinziehen. Da könnt ihr halt kalkulieren, wenn ihr jetzt alles drin habt. Ich springe jetzt gerade mal hier hin und her. Wo ist es jetzt? Okay. Excel läuft da super. Was macht er denn hier? Ah, so. Und dann könnt ihr halt hier eintragen. Dann seht ihr halt hier, okay, wann ist meine erste Verkaufsstufe? Meine Empfehlung ist halt 30 bis 40% vor dem Peak. Und dann würdet ihr halt sehen, wie viel macht er Gewinn, wie viel ist Steueranteil ohne Kirchensteuer. Ne? So, und hier könnt ihr auch nochmal gucken, okay, wie hoch ist die Borrow Fee, was glaubt ihr, wie viele verliehene Aktien gibt es und was kostet das die Hedgefonds am Tag? Na, wir haben so ein paar Sachen hier gebastelt. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll für die Community, speziell für die Neuen, glaube ich, kann das sehr, sehr hilfreich sein. Aber was ich euch jetzt ja eigentlich zeigen wollte, ist hier der West Christian, der ist Finanzfachanwalt und die Trimbart, die hat bei der DTCC sogar gearbeitet und SEC, glaube ich, auch. SEC bin aber jetzt nicht ganz sicher. Die haben halt schon gezeigt, dass es viele Hauptversammlungen in der Vergangenheit gab, wo deutlich mehr als 100% an Stimmen da waren. Das hatte keinerlei Konsequenzen. Warum erschließt sich mir nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber deswegen lege ich da jetzt auch nicht so große Hoffnung da rein. Es kann natürlich sein, jetzt, wenn viele Augen darauf gucken, dass sich das ändert,
Aber ich sage jetzt nicht, dass es bis dahin wirklich 100% passieren muss. Na, das sehe ich jetzt nicht so. Jetzt haben wir wieder Barcode, sein Vater, hier als Kurs. So, jetzt bin ich gespannt, ob das Ding hier im Squeeze, im Squeeze, im Stream kommt. Irgendjemand hat jetzt irgendwas gebimmelt. Dit. So, mal eben gucken. Nicht, dass ich irgendeine Frage hier vergesse. Wenn ihr Fragen habt, ne, haut die gerne raus. Ey, man sieht es im Stream. Cool. René spendet 5,49 für den Superchat. René, danke schön. René ist auch ein sehr langes Mitglied in der Community. Da freue ich mich wirklich. Sehr, sehr nett. Dankeschön. Auf jeden Fall, jetzt geht es nach vorne. Jetzt weiß ich aber, was hier der Fehler war. Ne? Also, wenn ihr ein Follow da lasst, also den Kanal abonniert, dann sieht man das jetzt auch mal. Endlich. Super. So, von der Hauptversion müssen wir auf Null sein. Hatte ich ja beantwortet. Die Hedgefonds auch im US-Anleihenmarkt, genau. Und damit Aktienmarkt, genau. Da kann es sein, dass der Squeeze länger gehen könnte als bei Volkswagen. Davor wäre ja viele Institutionen beteiligt. Ja, also ich glaube, Marc, dass der Squeeze 4, 5, 6, 7 Tage gehen wird. Ne, da sind sich eigentlich auch alle YouTuber, also Matt und Trey und eigentlich alle so einig. Einfach aufgrund der Menge. Ne, und dass die einfach das Volumen an Aktien, die sie halt shorten wollen, und da ja so viele dann drin sind, ich gehe dann davon aus, dass wir auch wirklich 1,2, 1,5 Milliarden, 1,7 Milliarden an Volumen sehen. Ne? Ich weiß gar nicht, was hatten wir hier denn an den 500 Millionen, 700 Millionen, ne? 400 Millionen? Das ist halt, ne, das allein das ist schon ein Witz. Ne? Als das Ding hier so nach oben gegangen ist, 757 Millionen. Ja, hier 600 Millionen. Na, hier jetzt nochmal danach den Tag 500 Millionen. So, und hier, wo wir diese Minikerze hatten, das hier 1,2 Milliarden. Genau, meine Lieben. Also, Gruß aus Weeze. Da war ich gerade noch, Nico. In der Nähe, ich musste nach Kevela. Ich habe mir nämlich einen Transporter geholt und muss morgen meinen Keller machen. Mein Bruder arbeitet in Kevlar, der hat da eine Lackiererei. Und da habe ich mir ein Auto ausgeliehen. Greetings von Germany. Ja, genau. Guten Abend zusammen. Gruß vom Niederrhein. Genau, ja, ich bin auch am Niederrhein. Campen. Im Campen. So, ich glaube, die meisten werden nur bis maximal 10 km pro Tag. Natürlich ein paar Amis, die länger halten. Die Amerikaner wollen sogar bis 500 km. Wegen der Rache 2,8. Ja, das kann sein. Ne? Aber also meine persönliche Einschätzung ist, ne, wenn der Schnitt so wirklich bei 1.000 ist, was ja auch so die Community zeigt, dann wird zumindest in Deutschland, wenn man jetzt Steuer und so, dann hast du natürlich, ist die Million so eine psychologische Grenze. Das heißt, du brauchst inklusive Steuer so einen 1.400, 1.300 € Kurs. Ja, und dann werden, glaube ich, viele auch schon, ich sag mal, einen Großteil loswerden, ne, dass sie einfach sagen können, jo. Ist aber nur meine persönliche Meinung. So, Mückenspray, Mathematics ist Faser, ja. Solange wir halten, kann nicht schief geht laufen, oder? Ja, also die einzige Sorge, die ich habe, wenn ich eine habe, oder wo ich sage, der Squeeze ist vermeidbar, ist, wenn der Großteil der Apes sagt, ich habe keinen Bock mehr und ich gehe raus. Und das ist ja auch Leon, schön, dass du jetzt auch mit am Start bist. Dass die jetzt rausgehen und sagen, hier, pass auf, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und die halt nach und nach ihre Position auflösen. Das würdest du halt sehen, indem der Kurs jetzt einfach immer weiter nachhaltig runtergeht. Ne? Ganz, ganz langsam würde das passieren. Ne? Und dann könnte natürlich sein, dass immer wieder Positionen gedeckt werden. Im Moment sieht man aber, ne, dass Positionen nicht gedeckt sind, sondern es wird weiter geschortet. Ja, deswegen sehe ich das aktuell jetzt nicht als Risiko. Ne, eine andere Geschichte war, dass viele Leute meinten, dass das aus einem, also ob der Staat jetzt das machen könnte. Ne? Also, dass der amerikanische Staat jetzt sagt: Pass auf, wir wollen das nicht. Da bin ich aber ganz klar der Meinung, dass der Biden politisch davon profitieren könnte. Also, einmal, ne, ist er eher so sozialdemokratisch eingestellt. Und im Moment ist es ja so, dass Citadel ihre Steuern weitestgehend über die Cayman-Inseln abführt, wenn sie da was abführen, minimalen Teil. Das heißt, der Großteil landet überhaupt nicht in der amerikanischen Ökonomie. Na, das passiert ja gar nicht. Und wenn jetzt der Großteil wirklich zu den Privatpersonen, also den Apes, landet, dann müssen die halt im Schnitt 30 bis 40% Steuern bezahlen, je nach Bundesstaat, in dem die halt leben.
So, und die werden das Geld ja nicht einfach horten. Ein Teil wird natürlich wieder reinvestiert, aber die werden sich ihre Lambos kaufen, die werden ihre Häuser, die werden ihre Träume erfüllen. Das wird also sofort in dem normalen Markt wieder verteilt, der Großteil zumindest. Und das wird natürlich ein riesen Aufschwung, auch was so die Gesamtmarktwirtschaft angeht. Deswegen hat der Biden politisch, glaube ich, überhaupt gar keine Intention, das Ding zu vermeiden. Ne? Er möchte nur, dass das geregelt abläuft, auch wenn der Gesamtmarkt, was ja meine Theorie ist, auch darunter leiden wird und crashen wird, wird er sich sehr, sehr schnell erholen, weil das geht ja, der Markt crasht ja dann nur aufgrund von Liquidation. Also Liquidation? Ich kann das Wort gerade nicht aussprechen, ihr wisst, was ich meine. Liquidation. Ich habe einen Knoten im Kopf. Also es geht ja nur darum, dass die halt finanziell flüssig sind, um die Positionen zu bedienen, also uns dann am Ende auszubezahlen. Das heißt, mit den Aktien Apple, die ganzen Blue Chips, Facebook, also einfach alles, was auch noch in deren Vermögensbesitz ist, wird halt runterrauschen. Die werden sich aber auch sehr schnell wiederholen, weil sich fundamental ja nichts geändert hat. Diese Unternehmen sind ja gesund, ne? Und deswegen, ja, ist das überhaupt nicht schlimm zu bewerten, ne? Aber es wird natürlich auf dem Gesamtmarkt, wird das Auslösungen haben, ne? Also Auswirkungen haben. Das ist halt so meine Theorie dazu. Ja. Liquidierung. Ich muss nochmal überlegen, wie das Wort heißt. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Bist du in Kontakt mit Midcourts? Nein, bin ich nicht. Nein, nein. Ah. Ich weiß, der war jetzt auch mal in diesen Sprachchats, wo ich ja auch immer wieder drin bin in den USA. Auch der Trey war mit drin, aber an den Tag konnte ich selber auch nicht. Ne? Sonst hätte ich mich mit Sicherheit auch da vielleicht mit denen austauschen können, aber an dem Abend konnte ich leider nicht. Wie ist die Stimmung bei den Amis? Gut, die sind tiefenentspannt, total tiefenentspannt. Ja, also, das ist für mich auch so immer der wichtigste Indikator, ne, dass ich das sehe. Was man halt nicht sieht, ne, man sieht, dass die Communities jetzt auch beim Trey und so, die wachsen, man sieht aber nicht, wie aktiv die werden, ne, oder sind. Was man für mich halt immer wieder, was man halt sieht, ist, wenn ich jetzt mir, das kann man jetzt, können wir ja mal eben zusammen drauf gucken. Ich gehe mal hier eben auf Trades, ne, was glaube ich ein guter Indikator ist. Mein Gott, diese Fliegen, die gehen mir so auf den Senkel. Ihr geht jetzt mal hier drauf, guckt euch mal die Videos an und dann guckt euch einfach mal die Aufrufzahlen an. Jetzt ist natürlich mein Internet gerade, weil ich hier mit euch streame, komplett im Keller. Ist natürlich super. Warum macht er das hier nicht? So, jetzt. So, und jetzt gucken wir einfach mal, wie so grundsätzlich die Tendenz ist von den Views. So, und wenn ich mir jetzt angucke, hier 224, 300 vor 3 Wochen, 187, 210, ne, 255, so 270. Hier war das große Interview, 408, das kann man jetzt nicht als Maßstab nehmen. Dit. 150, hier sieht man halt, hier war es noch so vor einem Monat. Waren wir so im Schnitt eher bei 100.000, ne? So, und jetzt, dann hat es, nachdem das Ding so nach oben gegangen ist, hat sich das auch relativ schnell so auf Richtung 200.000 bewegt, ne? 250.000. Und jetzt sind wir so insgesamt, wenn er so guckt, ne, ist er so immer noch in dem 200.000er Bereich. Ne? Einige mal weniger, einige mal mehr, je nach Thema. Aber prinzipiell sieht das jetzt nicht so aus, als würde das Thema komplett an Interesse verlieren. Ne? Sondern das sieht eher noch so aus, dass es stärker ist, als bevor der Kurs so nach oben gegangen ist. Das ist für mich halt auch immer eine Indikation. Ne? Und das gucke ich mir halt auch beim Mad Course und so an. Ne? Für eine Kiste Bier, René. Haha, geil. Ja, danke. Ich gucke gerade, dass ich keine Frage vergesse. Wenn doch, bitte haut sie einfach nochmal rein. Ne? Ich hänge halt hier voll hinterher, meine Lieben. Ich bin ja hier bei 22:41. 10 Minuten hänge ich hier hinterher, weil ich zu viel quatsche. Wieder mit euch. So, Jens, hast du noch nicht den Mac mit dem M1-Chip? Nee, noch nicht. Habe ich tatsächlich noch nicht. G-Master ist nun Rock'n'Roller. Ja, willkommen in der Rock'n'Roller-Gang. Schön, dass du da bist, G-Master. Wer macht mit bei der AMC-Abstimmung? Sinnvoll oder nicht? Ja, macht immer Sinn. Lars Kettling, auch ein Rock'n'Roller. Sehr schön. Hallo.
Also es macht immer Sinn, ne? Einfach weil desto mehr Zahlen man hat, umso valider ist es. Was ich halt auch glaube, dass bei der ersten Zählung, die wurde ja kurzfristig abgesagt, also nicht Zählung, erste Hauptversammlung, dass der Adam Aaron da schon gesehen hat, ey, da ist was nicht sauber und möchte jetzt saubere Zahlen präsentieren. Ja? Na, Elon Musk ist auch wieder heiß hier. Mach das mal hier weg. Ja, und ich hoffe, dass die jetzt schon versuchen, Dinge da aufzuklären und zu gucken. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, ne? Also weil eine Aktie natürlich keine Stempel hinterlässt, wie jetzt zum Beispiel in der Blockchain, wo man halt sieht, von wo nach wo geht irgendwas. Sondern eine Aktie ist halt wie ein Geldschein, der einfach durch verschiedene Hände gereicht werden kann. Auch eine synthetische Aktie, wo es ja nur ein IOU ist, wo es ja nur um Versprechen geht, was nachgeliefert werden muss, da nachzuvollziehen, wer hat das Ding wirklich erstellt. Ne? Und damit, du musst ja diese Beweislage auch sicherstellen, ne? Um dann nachher da auch Konsequenzen ausweiten zu lassen, solltest du strafrechtliche Konsequenzen ausweiten lassen. Das muss natürlich hieb- und stichfest sein. Ne? Und deswegen ist das auch ein Prozess, der sich länger hinzieht. Ja, aber ich glaube, so eine Abstimmung macht in jedem Fall immer Sinn, ja. Mit dem Aktionär habe ich jetzt nicht. Hast du Maydons Meinung der Aktionär gesehen? Alles sehr schlecht geredet. Ja, aber es geht ja um das Fundamentale. Die reden ja ums Fundamentale. Und da brauchen wir ja nicht drüber reden, dass AMC fundamental mit 46 überbewertet ist. Da bin ich ja bei denen. Diese Aktie ist aber nicht fundamental zu betrachten. Ich verstehe ja auch, dass jeder, der jetzt, ich sag mal, sieht, ey, die Aktie ist jetzt so nach oben geschossen und ohne dass man jetzt die Hintergrundgeschichte dazu kennt, mit dem Naked Shorting, mit den gesamten Manipulationen, die da stattfinden, Medienseite, ne, Hedgefondsseite, was es an synthetischen Aktien gibt, dass es einfach nicht sein kann, ne, dass die ganzen Meme-Stocks parallel laufen, dass der gleiche Algorithmus läuft, was da alles zusammen. Ich habe ja so ein Video gemacht mit, das ist schon 2 Monate alt, da waren es 24 Punkte, sind jetzt wahrscheinlich 50. Ne, wo ich einfach sage, da kann mir keiner erklären, also keiner erzählen, dass das mit rechten Dingen zugeht. Er hat einen anderen Blick darauf, was auch vernünftig ist. Ne? Also, und der Großteil von der Aktionär, das sind normale Long-Term-Investoren. Das mache ich ja auch. Ne? Also, ich habe ja auch ganz normale Aktien. Ne? Apple, Facebook, also ich habe eigentlich alles verkauft, habe einen kleinen Teil jetzt wieder langsam mal reingebracht. Ja, und da macht das auch Sinn, so eine Aussage. Ne? Ich finde halt nur schade, dass man sich mit der grundsätzlichen Thematik nicht auseinandersetzt. Es gab auch verschiedene Anfragen, ne, wo ich halt auch Interviews hätte machen können. Da waren die Fragen aber schon so, auch von einschlägigen Finanz- und also Zeitschriften oder so, da waren die Fragen schon so vorgelegt, dass man weiß, es ging nur in eine Richtung. Es geht nur dahin, dass man am Ende sagt, AMC ist fundamental überbewertet. Ja, ist richtig, aber das ist nicht das grundsätzliche Thema. Na, das grundsätzliche Thema ist Naked Shorting, synthetische Aktien, Fails to Deliver. Na, das ist der Punkt, warum diese Aktie da steht, wo sie jetzt gerade steht und warum sie so nach oben geschossen ist. Na, keine anderen Gründe. Na, und warum diese Aktie wahrscheinlich auch squeezen wird. So, darüber möchte aber keiner berichten, zumindest nicht transparent. Ja, so. Deswegen macht da auch ein Interview halt auch keinen Sinn. Da habe ich auch alle dann abgelehnt. Werden die synthetischen Aktien irgendwann aufgelöst? Ja, werden sie, Leonard. Ja, irgendwann ist es so. Du musst dir vorstellen, das ist wie eine, wenn du einen Kredit mit dem nächsten Kredit ablöst und den nächsten dann wieder mit. Irgendwann musst du auch deinen ursprünglichen Kredit, also musst du einfach zurückzahlen. Ne? Es geht nicht ewig. Ne? Es kann sich aber ziehen, keiner weiß wie lang. Schade, dass wir nicht alle 100 Millionen. Ja, genau, würde ich uns auch wünschen. René, wo kaufst du Bier? Hey, AA, nicht so gemein, er hat gespendet, ne? Sehr nett. Turmbräu, nicht mal Sternburg gibt es dafür. Was sie denn bis wohin den kurz gesehen haben, bevor die Masse die Kohle in Sicherheit bringen will. Was glauben Sie denn? Ach so, Glas fragt, bis wohin der Kurs gehen kann. Habe ich kein Gefühl für. Ne? Ich habe gesagt, für mich ist ein Squeeze alles damals schon, meine ursprüngliche Aussage war von 35 bis. Ich glaube, dass wir vierstellig sehen können. Ja. Das ist so mein Gefühl. Sechster Peter ist ja fast wie eine kleine Kiste. Hey Jens, ist Volumen in Euro oder Anzahl in Aktien? Das ist, ist die Anzahl, nicht das Volumen in Euro. Das ist halt auch immer so ein Trugschluss. Nein, nein, das ist die Anzahl der gehandelten Aktien. Da kann aber auch natürlich eine Aktie mehrfach einfach hin und her gehen. Ja.
Na? Grüße aus Aldekerk. Ach Quatsch, Altekerk. Alte oder Aldekerk? Also in Aldekerk habe ich gelebt, tatsächlich, am Bahnhof. Direkt vorne in diesen gelben Reihenhäusern. Da habe ich 5, 6 Jahre mit meiner Familie gelebt. Kleines Kaffdorf. Bin da kaputt gegangen. Bin da heute noch vorbeigefahren. Glaubst du, Jens, wenn ein kleiner Hedgefonds ein Margin Call bekommt, dass das schon Rolling Stone? Ja, aber in einem kleinen Maße. Also das kann sein, aber das kommt wirklich auf die Größe an und wie viel er investiert ist. Ja. Peter ist auch am Start. Schäfchen, ja. Hör halt zu. Ja, okay. Volumen gleich Anzahl gehandelter Aktien. Ja, du hast eben über die Hauptversammlung gesprochen und über deine Zweifel, ob das Ergebnis ein Trigger für den Squeeze sein wird. Was meinst du denn, was dein Stein, also was dein Stein, es gibt nicht diesen einen Stein. Ne? Also da müssen halt einfach viele Dinge zusammenkommen. Ne? Ganz am Ende muss es so sein, dass die Market Maker sagen, ich habe keinen Bock mehr zu warten. Ne? Das ist mir zu heiß. Die Position ist zu lang offen. Der Matt Kors hat das auch immer wieder mitgeteilt. Ne? Die durchschnittliche Haltezeit der Short-Position ist 38 Tage aktuell. Ne? So, wenn ich jetzt mal gucke, 2. 6. So, das heißt, die meisten sind short hier, ja, so um den Teil drum. Ne? Und wir sind jetzt hier. Das kostet die extrem viel Geld. Ne? Deswegen, also das kann, ne, da gibt es so viele Punkte, die zusammenkommen müssen, dass ich nicht sage, das passiert jetzt an einem Punkt. Ne, das kann man auch nicht sagen. Also jeder, der sagt, dass das daran liegt jetzt dann, ja. Ja. Deine persönliche Meinung, 1000, bezieht sich auf das auf Deutschland? Ja, auf, ja, also ist ja allgemein, ne? Also ich sage ein vierstelliger Kurs. Vierstellig kann ja alles sein. Also es kann von 1000 bis 9800, ja, oder 9999, bevor jetzt gleich wieder hier die Klugscheißer von euch kommen, ne? Apes verkaufen niemals unter dem Preis, mindestens vierstellig, Bro. Ja, also Bro, Apes, ne, auch da, das ist ganz individuell. Ne? Da habe ich eine klare Haltung zu, das darf jeder für sich entscheiden, so wie er sich wohlfühlt. Ne? Hallo, habe ich was verpasst? Bin erst von der Arbeit heim. Weiß ich nicht, musst du nochmal für dich entscheiden, kannst du mal zurückspulen. Aber es gab jetzt keine großen Neuigkeiten, nur dass ich jetzt mal wieder streame. Ne? Beiden finden auch, dass diese Konzerne zu viel Macht haben. Das will er regulieren. Ja, sehe ich auch so. Gerade mal schauen, was du zu bieten hast, Leon Mill. Ach, Leon. Danke erstmal, dass du mich abonniert hast. Aber ja, muss jetzt nicht so. Jeden Tag darfst du jetzt hier nicht was erwarten. Guck dir mal lieber meine alten Videos an. Speziell mit den Hintergrundinformationen. Ich glaube, da bist du sehr, sehr fündig. Ich mache halt keinen Content auf täglicher Basis. War aber so einer der, ich glaube, der ersten, der so wirklich hintergrundmäßig über AMC sehr stark in Deutschland aufgeklärt hat. Ja, die Leute müssen ja wieder Aktien kaufen, weil da sonst Negativzinsen zahlen müssen. Dann reinvestiert man lieber. Ach so, ja, genau. Was machst du denn in Squeeze mit der Kohle? Nach dem Squeeze? Ich? Ach, keine Ahnung. Zeit mit der Familie noch mehr verbringen und vielleicht was Sinnvolles, vielleicht so. Also, ich kann mir vorstellen, ne, eine eigene Stiftung zu machen und dann mit meiner Familie so ein bisschen die Welt zu bereisen und Menschen zu mehr noch zu helfen. Sowas in diese Richtung, das würde mir Spaß machen. Ja. Oder ja, vielleicht Arbeit auch noch ein bisschen mehr zu runterfahren, so Geschichten. Ganze dauern, wenn es losgeht, 1 Monat, 3 Monate, 1 Jahr, bis es losgeht, kurz, kann dir keiner sagen. Weiß keiner. Ja. Ich bin erstmal long-term orientiert. Ne? Mir tut es nicht weh. Ich verstehe halt, dass wir jetzt eine doppelte Psychologie haben. Ne? Also viele von uns, die sind halt, die sehen halt, hey, wir waren jetzt hier bei 63 vor einer Woche, jetzt sind wir bei 46. Ne? Da gehen schon mal ein paar tausend Euro durch den Jordan. Für mich ist aber immer, dass ich den Blick habe, ich bin von hier gekommen. Ne? So. Und wenn ich in mein Portfolio gucke, ist es halt immer noch super grün. Ne? Deswegen bin ich da auch total tiefenentspannt. Das muss aber jeder für sich wissen. Spielst du heute Abend keine Weekend League? Philipp, nee. Ich habe schon seit, ich glaube, 3 oder 4 Monaten keine Weekend League mehr gespielt. FIFA ist die Frage. Glauben Sie, dass heute noch was passiert? Heute? Nee, heute passiert da gar nichts mehr. Christian Rogge, hey, ja, hey.
Shareholder es momentan wirklich weltweit gibt. Ich schätze 4 Millionen, über 4 Millionen Peach schätze ich. Mit einem Schnitt von 500 bis 1000. Ja, so, also ich schätze halt, dass wir 200 Milliarden Shares auf dem Markt haben. Wenn mehr gekauft als verkauft wird und der Kurs fällt, ist doch klar, dass da was nicht stimmt. Robert, es wird immer gleich viel gekauft, wie auch verkauft wird. Also jedem Käufer steht ja auch ein Verkäufer gegenüber und auch andersrum, jedem Verkäufer ein Käufer. Deswegen, das scheint ein Verständnisproblem von deiner Seite aus zu sein. Ja. Kann man irgendwie bei Citadel Quartalszahlen eruieren? Könnte man auf der Homepage nicht finden. Ja, sicher. Das weiß ich nicht, Willi. Habe ich mir auch nicht angeguckt. Nee, bis jetzt noch nicht. Was heißt vierstellig für dich? Ja, okay. Leute, Penner, hat sich nichts geändert. Bin Penner, hat sich, Sven, genau, hat sich nichts geändert. Aber schön, dass du da warst, Sven. Schön, dass du dabei warst. Ich bin nur noch 5 Minuten. Thorsten spendet 11,11 Euro. Da muss es nicht unbedingt Oettinger sein. Ja, super, Leute. Ich trinke auf euch das Bier, wirklich. Ich freue mich. Sehr, sehr nett. Ganz toll. Dankeschön. Wie hoch siehst du prozentual die Chance für einen Squeeze, wenn auch nur geschätzt? Prozentual die Chance für mich? Nahe 100%. Für mich persönlich. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Ne? Ach so, oh, in dem Resten. Wie funktioniert eigentlich eine Short-Ladder-Attack? Ich habe es mir nicht genau angeguckt, eher mit dem Spoofing mich auseinandergesetzt, aber es ist am Ende so, dass halt Pakete hin und her hier getradet werden, also hier in dem Bid und Ask, also und immer in der gleichen Anzahl, und dann werden halt oft halt auch Pakete, kurz bevor sie ausgefüllt werden, wieder vom Markt genommen, also die Order rausgenommen. Jetzt stehen aber hier zum Beispiel die 5100, dann sieht es so aus, ey, eine große Nachfrage, 2000, und bevor jetzt die 4620 erreicht werden die sofort wieder vom Markt gezogen. Man sieht ja, dass es jetzt hier eine große Diskrepanz gibt zwischen, also hier 5 Cent. Ne? Also hier sind Leute halt nur bereit, 46,30 zu bezahlen. Ne? Und man möchte 46,35 möchte man haben. Ne? So, und wenn man jetzt diese Order wieder rauszieht, andere orientieren sich daran und stellen dann halt auch, sagen, ey, wenn das der Kurs ist, dann wird das ja so eine Orientierungsmarke sein. Und so kannst du nach und nach den Kurs immer mehr nach oben in Anführungsstrichen manipulieren, indem du halt, das geht halt im Hochfrequenzbereich, Pakete hin und her tradest. Ne? Ja, das ist halt der Grund. Sorry, Aldekerk. Ja, Thomas. Ja, dann lieben Gruß. War ich sogar letzte Woche, ich fahre manchmal mit dem Fahrrad hier von Kempten nach Aldekerk und dann wieder zurück. Mache ich einfach eine kurze Tour, fahre an meinem alten Zuhause vorbei. Ja. Nico, was sagst du zu unseren Fliegern? Ja, geile Aktion, wirklich richtig geil. Da kann man auch nochmal hier beim High Risk, ne, der hatte das gepostet. Ich finde ein bisschen schade, es gab so ein bisschen in der Community ein bisschen Unruhe, ne, aber man muss sagen, der High Risk, der hat sich halt wirklich am meisten drum gekümmert. Und ja, das finde ich halt super. High Risk, ich muss mal eben gucken. Ach so, hier, warte, ich habe mir abonniert. Tut, abgehoben, kann ich ja mal eben zeigen. Ihr könnt jetzt gar nichts hören, ne? Weil ich das jetzt nur hier im Dings höre. Warte mal. Werbung überspringen. Ich guck mal eben hier. Also guckt euch gerne mal das an, auch mit coolem Ton, cool gemacht, das ganze Video. So, hier. Ist halt eine coole Geschichte, ne? Auch dass das hier von der Community gemacht wurde. Und da sind wirklich super Bilder draus gekommen. Also wirklich richtig, richtig gut. Ich freue mich über solche Aktionen. Ist halt super, super viel Aufwand, administrativ. Wirklich geile Aufnahmen. Richtig schön. Richtig cool. Ich habe noch nicht mal geliked hier. Guck mal mit dem Kanal hier. Lass dem Jungen auch gerne ein Follow da, ne? Der macht sehr viel, auch sehr viel mit Charttechnik. Ist immer aktiv, auch bei uns im Sprachchat immer wieder, kann man Fragen stellen. Ja, ja coole Geschichte. Hier auch schön, ne? Über Frankfurt. Sehr, sehr geil. Schönes Bild.
Ja, also coole Aktion, ne, freue ich mich. Ich selber habe da keine Credits, habe da selber nichts gemacht, Nico. Ne, ich war nur zu Anfang, habe das halt mal ein bisschen raus transportiert, dass es geplant ist. Aber selber, ich bin halt im Orga-Team nicht aktiv. Ich bin zwar Teil von diesem Orga-Team, aber nicht mit einem aktiven Part. Und deswegen, ne, das gehört der gesamten Orga-Truppe und der gesamten Community. Das ist für die Community gemacht. Ne, ist leider ein bisschen schade. Ne? Ich glaube, man hat so 4000 Apes oder 5000 Apes, die sich hier so in den verschiedenen Telegram-Gruppen organisieren. Aber wenn es dann darum geht, also jetzt hier sind 2300 in meiner, ne, aber wenn es jetzt darum geht, wirklich aktiv zu werden, dann sind leider ja, viele nicht bereit, jetzt wirklich auch was zu machen. Ne? So, aber ja. Ich bin dankbar, dass sich da einer drum gekümmert hat und dass das Ding jetzt in der Luft war. Ja, deswegen für mich eine super Geschichte. Super Geschichte. Jona fragt, wie viele Aktien haben Sie denn? Also mich braucht hier keiner siezen, ne? Ich bin der Jens, meine Lieben. Ne? Ihr siezt mich hier alle. Wir sind ja alle locker, ganz entspannt. Also ich habe selber 1650 zu einem Einkaufspreis unter 9 Dollar. Also irgendwie 8 Euro irgendwas, glaube ich, oder 7 Euro, ich weiß nicht genau. So, 1000 bis zum Mond, dann geht's weiter. Mars mehr, ja, würde ich nehmen. Boah, würde ich nehmen, richtig geil, ja. So, warte mal. So, mal nochmal hier das große Chart an, weil das sieht ja nett aus. Ne? Das sieht ja wirklich, da erfreut sich immer mein Herz, wenn ich das sehe. Ja. Neben meinem Portfolio. Ja, du hast ja am Anfang richtig fett Gas gegeben mit Infos und das ganze Ding gut gefördert, Matthew. Ja, ne, ganz zu Anfang war ich da sehr, sehr aktiv. Hatte ich ja zu Anfang erklärt. Ne? Ich glaube einfach, das Wichtigste ist erzählt. Ne? Es ist trotzdem wichtig, sich zu informieren und so. Für mich, ich kann ja nur sagen, ich brauche es für mich nicht. So, und dadurch, dass ich mich auch jetzt nicht täglich informiere, bin ich auch nicht in der Lage, euch täglich damit zu updaten, ne? Über die grundsätzlichen Themen, was so passiert im Hintergrund, das weiß ich alles immer noch. Ne? Ich bin ja auch in meinen Telegram-Gruppen drin, aber ich mache das jetzt nicht so in dieser Intensität, dass ich das wirklich sammle. Und ich glaube, da gibt es auch einfach bessere und sinnvollere Kanäle. Ne? Und für mich war es jetzt auch nicht so, ne? Ich muss jetzt nicht unbedingt das Riesenwachstum haben und immer weiter. Ne? Wir haben eine tolle Community, einen tollen Austausch. Ne? Und ja, auch in den Communities. Ne? Also wir machen hier auch regelmäßig in der Telegram-Gruppe. Also jeder ist hier herzlich willkommen. Den Link, den findet ihr unter meinen Videos oder mich einfach anschreiben in meinem Profil bei Telegram. Da ist es drin. Und ja, da machen wir halt hier immer wieder auch Sprachchats. Da kann man sich halt austauschen. Auch nur zuhören. Ne? Man muss nicht Fragen stellen, aber so kann man sich direkt mal eins zu eins austauschen. Na, und das obliegt mir mehr, als jetzt einfach so in diese Kamera immer reinzusprechen, weil das so eine One-Way-Geschichte ist. Was wir aber zukünftig auch machen werden, dass ich hier Leute aus der Community dazu nehme und dass ihr euch dazuschalten könnt. Und dann können wir uns einfach mal darüber austauschen. Ne? Ich glaube, das ist auch nochmal ein bisschen sinnvoller, anstatt das jetzt hier nur über diese Sprachgeschichte machen. Hier über diese Textgeschichte. Ja. Kaufen BMWi. Jörg fragt, was machst du eigentlich beruflich? Ich bin Coach. Unternehmensberater. Grüß dich, Jens. Was willst du mit X-Drive? Da kannst du dir gleich ein Audi kaufen. Ja, okay. Thorsten, guter Mann. Hab einen Audi, will aber mal einen BMW. Okay. Und langweilig, ja. Okay. Christian. Also nicht siezen, duzt mich, Leute. Ja, wir sind hier eine ganz entspannte Runde. Würden Sie dazu raten, noch weiter zu investieren? Das muss jeder für sich entscheiden. Meine Empfehlung ist, man macht seine Due Diligence, also heißt, man setzt sich mit der Grundthematik auseinander. Man kann sich gerne meine alten Videos ansehen. Da geht es halt immer noch um die grundsätzliche Thematik, Naked Shorting und dergleichen. Das ist alles in meinem Kanal halt auch ersichtlich. Ich kann es ja mal hier einmal meinen Kanal. Und dann geht er halt hier auf Playlists und dann seht ihr halt hier allgemeine Hintergründe. Ja? Und da könnt ihr jetzt reingehen. Auch ich habe auch längere Streams gemacht, wie ich sehr lange über die Hintergründe eingehe, aber speziell halt hier über Dark Pools, dann hier Emotionen meistern ist super wichtig, Squeeze-Realismus, ne? Und hier diese Leerverkäufe, Naked Calls, DTCC, Missverständnisse, da gehe ich halt
darauf ein. Ihr könnt euch gerne mal anschauen. Na, ich glaube, da habt ihr schon eine gute Hintergrundinfo. Aber das Allerwichtigste ist halt wirklich, na, dass man hier sich diese Due Diligence anguckt. Ne? Also wirklich anguckt, okay, von gefälschten Aktien, Missverständnisse. Ne? Also dann wird hier auch genau erklärt, ne, auf Deutsch. Das ist jetzt alles auf Deutsch, haben wir das übersetzt. Ne? Was sind Fails to Deliver und dergleichen? Man muss sich mit der Thematik auseinandersetzen. Und danach sollte man entscheiden, ob man bereit ist, diesen Kurs zu bezahlen. Ne? Ich habe meine Due Diligence hier gemacht, ja, also Anfang März oder Ende Februar, Anfang März und habe mich dann entschieden, in AMC größer zu investieren. Dass ich jetzt natürlich, nachdem der Kurs jetzt so nach oben gegangen ist, auch deutlich entspannter bin, ist natürlich ganz klar. Aber der Kurs hat sich ja trotzdem auch immer wieder, also von, ne, von meinem Einkaufspreis, ich war nie wirklich drunter, aber da gab es halt auch Leute, die halt auch drunter waren, hochentwickelt und dann hat sich mein Portfolio auch wieder zurückentwickelt, sodass ich die ganze Zeit plus minus null war, lange Zeit, bis das Ding jetzt nach oben gegangen ist. Ob man jetzt noch investieren muss, muss jeder für sich entscheiden. Mach deine Due Diligence und dann entscheidest du, ob du sagst, ich bin genug informiert und glaube an die Sache oder nicht. Das war meine Empfehlung an dich, Christian. Aber ich quatsch keinen in die Aktie. Also das wirst du von mir nicht hören. Wer kontrolliert eigentlich die SEC? Keiner. Das ist eine staatliche Regulierung. Also die DTCC, das ist eine selbstregulierende Organisation, die halt, sag mal, aus von den Hedgefonds für die Hedgefonds arbeitet. Darüber sitzt aber die SEC, ne? Auch die NSCC und FINRA und all die ganzen anderen sind halt keine staatlichen Organisationen, sondern das sind selbst organisierte oder selbstregulierende Organisationen. Am Ende kontrolliert keiner die SEC, aber die sind halt nicht, wie soll man sagen, von der Manpower und so groß aufgestellt. Es gibt zum Beispiel in diesem einen Video von dem Wes Christian, gibt es eine Info, wo er halt auch sagt, wie zum Beispiel diese Fail to Deliver abgearbeitet werden. Und zwar nach, nicht nach. Nach Datum, so wie es eigentlich sein sollte, sondern nach Kurs und nach Marktkapitalisierung. Das heißt, wenn es viele Fail to Deliver jetzt, sagen wir mal, bei Apple gibt, dann werden die in erster Linie kontrolliert, anstatt die von AMC, weil einfach die Marktkapitalisierung einfach von AMC viel zu klein ist. Das sind halt so grundsätzliche Prozessthemen, die bei denen halt einfach falsch laufen, ne, weil es eine falsche Priorisierung gibt. Ja. Aber die SEC, die kontrolliert am Ende keiner. Also die haben deren Aufgabe ist, einfach für einen ruhigen Markt zu sorgen. Deswegen regulieren, also organisieren die sich und kontrollieren sich auch selber. Dennis, was ein Segen, dass du nicht jeden Tag neue Videos bringst, für Follower wie andere, sondern immer nur ab und zu, wenn die Zeit reif ist. Daumen hoch, bin sehr optimistisch, auch wenn es noch dauert. Ja, Dennis, ne? Also das ist ja nur mein persönliches, aber auch da ist jeder andere Kanal, jetzt auch ein Aktien-News oder ein AppCap oder auch die neuen Kanäle, ne, Hamster, wen es da auch alles gibt, ne, Aktienrentner und so, die haben alle ihre Daseinsberechtigung, weil man sieht ja auch, dass viele Leute sich täglich informieren wollen. Ne? Ich für mich habe einfach nur entschieden, dass ich das nicht mache, weil ich für mich nicht A, mich selber so informiere und ich euch damit keinen zusätzlichen Mehrwert liefern kann. Aber ich finde super, dass es diese Kanäle gibt, weil sie helfen, Apes zu motivieren, bei der Stange zu halten, sich aufzuklären und über die Gesamtthematik aufzuklären. Ich möchte halt lieber über die Hintergründe, warum das alles passiert und so eingehen. Aber ich habe jetzt auch mich selber die letzten Wochen nicht mehr weiter damit auseinandergesetzt, obwohl es auch spannende Themen gab, wo ich sage, okay, das kann ich mir an, aber da hat A die Zeit, aber auch ein bisschen die Lust gefehlt, das jetzt wirklich zu tun, um das dann halt nach außen zu bringen. Also was auf jeden Fall kommt, ist nochmal ein sehr ausführliches Exit 2.0 Video, Exit-Strategie-Video. Da werde ich halt einfach nochmal deutlicher drauf eingehen. Die Themen sind alle fertig, ich habe das auch schon vorbereitet. Ne, ich muss es am Ende eigentlich nur noch einsprechen, da habe ich aber einfach noch keinen Bock zu gehabt. Ja, das ist es. Aber diese kleinen Kanäle, ne, ich verstehe, wenn man sich das anguckt und sich auch darüber Informationen holt, die nicht jeder hat auch die Möglichkeit, immer in diesen Telegram-Gruppen zu sein, sich durch tausend Nachrichten zu arbeiten, will das vielleicht auch gar nicht, sondern braucht nur am Ende am Abend die 10 wichtigsten Infos. Dann guckt man sich zwei YouTube-Kanäle an und super. Ne? Also bin ich auch voll fein mit. Ich sage ja nur, es ist nur meine Philosophie, ne? Und dann bleiben natürlich auch Follower hängen, ist ja klar.
Also viele, die jetzt deutlich nach mir angefangen haben, haben deutlich mehr Follower mittlerweile auch als ich. Ne? Einfach weil die täglich Content bringen. Ne? Ich bin trotzdem dankbar für jeden, der hier mit am Start ist. Auch hier 200 Leute im Live-Chat. Ne? Ich glaube, wir waren jetzt in der Spitze 300 heute. Ja, super, ganz toll, freue ich mich. Wirklich. Auch über die ganzen Spenden und so. Kommt gerne in die Telegram-Gruppe, da ist ein super Austausch. Wir haben halt leider keine Schreibrechte aktuell, weil wir halt zu viele sind, aber es sind trotzdem viele Informationen. Man kriegt halt so ein bisschen was aus der Community mit. Und in den Sprachchats kann man sich halt immer wieder aktiv auch einbringen und Fragen stellen. Und das ist halt nochmal was anderes, als wenn man jetzt einfach sich selber nur so für sich informieren muss. Ne? Dann kriegt man so ein bisschen Community-Gedanken, kriegt so ein Gefühl mit. Ne, was machen andere, die in AMC investiert sind? Deswegen favorisiere ich so einen Austausch halt mehr. Ja. Hold long, stay strong. Genau, Dennis, das ist die Devise. Ja. Könnt ihr mal bitte liken? So viel hier und nur 26 Leute haben geliked. Ja, das wäre sehr nett, ne, wenn ihr mal ein Like da lasst. Ne, einfach mal einen Daumen hoch, einfach mal auf den Button drücken. Ne, das wäre für einen Algorithmus. Aber ich glaube auch nicht schlecht, wenn das jetzt nicht macht. Ne? Wäre aber nett, wenn das macht. Abend Jens, was denkst du, was passiert, wenn der Hedgefonds, dass es mehr als 5,1 Millionen Aktien gibt? Wieder verschoben, irgendwann muss es ja geklärt werden. Also auch da, Dennis, ich habe es vorhin schon mal erklärt. Ich glaube, das ist schon bekannt und offensichtlich. Ne? Ich glaube, dass dann keine ordentliche Hauptversammlung abgehalten werden kann. Im Moment sieht man aber, dass speziell in Europa und viele halt auch in Asien und so außerhalb der USA große Schwierigkeiten haben, überhaupt ihr Stimmrecht nutzen zu können, weil einfach die Broker das nicht anbieten oder halt exorbitante Gebühren verlangen. Und deswegen kann halt auch sein, dass nicht viel in die Zählung kommt. Ich muss da eben gucken, was meine AirPods sagen. Okay. Halt nicht viel in die Zählung also außerhalb der USA kommen. Ich hoffe, dass in den USA viele teilnehmen. Es wird aber auch nie so sein, weil der Prozess an sich es nicht zulässt, dass einfach am Ende nur 501 Millionen reale Aktien stehen bleiben. Dafür muss der Gesamtprozess, wie Aktien gehandelt werden, verändert werden. Dazu guckt euch gerne mein Video mal an über diese Naked Shorts und wie das gesamte System funktioniert. Das ist halt so, wenn du eine Aktie kaufst, dann kriegst du die erst in der Regel nach 2 Tagen geliefert in Deutschland bzw. Europa. In den USA ist sogar nach 3 Tagen. Das heißt, wenn heute jetzt hier 57 Millionen Aktien gehandelt wurden und sagen wir mal, das waren jetzt alles Apes, die jetzt 57 Millionen Aktien gekauft haben und die institutionellen Anleger oder Hedgefonds haben 57 Millionen Aktien verkauft, dann bekommst du die erst in 3 Tagen. Das heißt, es wird dir in dein Depot erstmal ein Versprechen zugeordnet, zugeliefert, wo drin steht, du kriegst in 3 Tagen deine Aktien. So, das heißt, du hast jetzt 3 Tage lang, für dich siehst du die sofort. Aber du siehst erstmal nur, du siehst nicht, wann die real geliefert werden. Für dich sind die sofort da. Und im Hintergrund werden die irgendwann real geliefert oder auch nicht, wie wir ja wissen. Ja? Aber allein durch diesen Prozess, durch diese 3 Tage, hast du halt immer eine ganze Menge synthetische Aktien im Umlauf. Ja? Und deswegen ja, wird es nie so sein, dass einfach nur noch die realen Aktien überbleiben. Das wird nicht so sein. Ja, so. Und ja, ich gehe davon aus, dass er die Hauptversammlung wahrscheinlich nochmal verschiebt oder es werden weniger als die 501 Millionen sich überhaupt angemeldet haben, weil der Prozess zu dieser Anmeldung, auch mit dem Proxy und diese gesamte Systematik, einfach zu komplex ist. Ja, das war für viele schon so kompliziert. Was halt schade ist, weil ich glaube, es gibt deutlich einfachere Methoden und wir leben ja nicht mehr im Mittelalter oder keine Ahnung, Anfang des 19. Jahrhunderts, als man noch hier wie heißt das hier, Morsezeichen rumtelegrafiert hat, sondern ich glaube, eigentlich könnten die Broker einfach im Namen diese Anzahl der Halter melden und sagen, zu dem Stichpunkt hatte ich die Leute bei mir im Portfolio oder haben wir die Leute bei uns gehabt, die diese Aktie halten. Ne? Warum das nicht geschieht, verstehe ich nicht. Na, muss ich dir ehrlich sagen, das erschließt sich meiner Logik nicht. Ja. Und wenn, wie wollen die das klären, wenn die Hedgefonds nicht covern? Wieder verschoben, irgendwas muss ja. Final geht es nur mit einem Squeeze, in dem die Positionen gedeckt werden. Ne? Aber an sich hast du immer synthetische Aktien im System.
dieses synthetischen Systemaktien kriegst du nur raus, wenn du wirklich ein Blockchain-System einbaust. Anders geht es ja eigentlich technisch nicht. Ne? Kommt nach deinen Vorstellungen Insolvenzmeldung von Citadel. Ja, glaube ich, ja. Ja, genau. Dann müsste man sich ja vorher über Verkäufe keine Gedanken machen, oder? Ist die Insolvenz von Citadel das Apes-Ziel? Mir ist es egal, sie können auch gerne weitermachen, aber ich glaube, es ist unvermeidlich. Das ist halt auch so ein Punkt. Da fragen die sich, warum machen die das immer weiter? Ja, ihr müsst euch einfach vorstellen, das ist am Ende wie so einem, sagen wir mal, ihr seid in einem Krieg. Ich bin jetzt mal ein bisschen martialisch in dem Bild. Und ihr wisst, oh, ihr seid in einer ausweglosen Situation eigentlich. Ihr werdet wahrscheinlich sterben. Ihr seid an so einer Klippe, ja, und vorne, vor euch stehen 1000 Feinde. Ja, und ihr wisst, ey, entweder springe ich jetzt über die Klippe oder die 1000 Feinde erschießen mich irgendwann. Die kommen halt immer näher. So, und jetzt hast du die Wahl, entweder von der Klippe zu springen oder noch weiter zu kämpfen, bis halt wirklich es gar nicht mehr geht. Ne? Bis irgendjemand sagt, hier, pass auf und gibt euch die letzte Kugel. Was würdet ihr machen? Ihr würdet bis zu Ende kämpfen. Ja, und genauso machen das halt auch die Hedgefonds, weil die halt immer wieder hoffen, ne, genauso halt, jetzt würdet ihr es ja auch, vielleicht gibt es ja irgendeinen Ausweg und ihr seht, ey, da öffnet sich ein kleiner Tunnel und ich kann über den Tunnel abhauen und das Ding noch für mich regeln. Na, so, ob am Ende, für mich ist, glaube ich, die Insolvenz von Citadel unvermeidlich. Ich glaube, dass Vanguard und BlackRock das Geschäft, den Privatkundenbereich, den Retailbereich übernehmen. Wahrscheinlich noch zwei, drei andere größere Hedgefonds, weil das schreibt ja auch der Biden heute, ne, die möchten nicht diese Zentralisierung haben. Ob das jetzt darauf bezogen war, weiß ich nicht. Macht für mich aber Sinn, ne, weil Citadel ja 47% des gesamten Retailers-Geschäfts, also Privatkundengeschäfts, abdeckt. Und da brauchen sie einfach jemanden, der das übernimmt. Und da werden sie jetzt nicht von einem Monopol zum nächsten springen, sondern das werden sie verteilen auf ein paar Schultern. So würde ich es machen. Ne? Dum, bum, bum. Bin bei Apollo 801. Auch eine geile Gruppe, Thorsten. Ja, sehr schön, dass du dann zu Hause gefunden hast. Aber mein persönliches Ziel, Daniel, um deine Frage zu beantworten, ist jetzt nicht zu sagen, die müssen jetzt pleite gehen. Ich fände es jetzt nett, ne, ganz ehrlich, wenn man so nämlich so einen Betrug macht, und so nenne ich das jetzt mal. Das ist aber jetzt auch nur eine Vermutung, ne, ohne dass ich jetzt hier hoffentlich eine Klage bekomme. Aber wenn man halt dieses Frontrunning betreibt, also ne, kam ja schon raus, dass man Kurse für sich genutzt hat aus dem Dark Pool, die Aktien angenommen hat, um dann zu einem besseren Kurs auszulösen. Ja, oder verzögert einfach die Orders auslösen, indem man halt den Orderflow auch abgreift von Robin Hood. Das ist für mich klarer Betrug. Ne? Ob es da jetzt Mini-Cent-Beträge gibt oder was wie auch immer, ist eigentlich egal. Genauso halt, wenn du eine Aktie kaufst und du hast sie nicht in deinem Depot, am Ende ist das Diebstahl, um das mal ganz klar zu benennen. Ne? Das ist, ich kaufe eine Ware und kriege die nicht geliefert. Ne? Nur weil ich es nicht sehe, ja, und ich nicht weiß, ob ich eine reale Aktie im Depot habe und es für mich keinen Unterschied macht, ändert es ja nichts an der Tatsache, dass es am Ende, dass ich keine reale Aktie habe. Ne? So. Am Ende kann es mir egal sein. Ne? Aber nichtsdestotrotz, da hat jemand seine versprochene Leistung nicht erbracht. Ganz simpel. Ja. Der Jens, danke für dein Engagement. Unter anderem wegen dir halte ich den großen Positionen seit Januar. Marc, das freut mich. Und neben meinem VfB sympathisiere ich mit dir mittlerweile auch mit den Roten Teufeln. Ja, sehr gut. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder mal zusammen in der ersten Liga sehen. Also VfB hat ja wirklich auch gut performt dieses Jahr, muss man ja wirklich sagen. Die haben einen coolen Trainer, coole Truppe. Bin gespannt. Die haben jetzt gute Leistungsträger verloren. Ja. Pascal, ich vermute, dass Ken Griffin trotz seiner Millionen will er weiterleben. Ja, das schon, ne, glaube ich auch. Ne. Der hat so seine Schäfchen so weitestgehend im Trockenen, aber die haften halt auch privat, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Ne? Also wenn da wirklich auch Betrug nachher aufgedeckt wird, dann wird lustig. Ja. Moin, kann leider nicht spenden. Ganz Geld schon in AMC drin. Error, alles gut, hier braucht keiner spenden. Auch wenn ich mich freue, aber alles super. Dankeschön. Geht mir auch so. Ja, Affenbande Rules, ja. Ist KB noch aktiv? In der Gruppe habe ich ihn öfters in Sprachchat gehört und fand ihn gut. Ja, der hat sich jetzt ein bisschen zurückgezogen, aber ich glaube, aus den ähnlichen Gründen wie bei mir. Also, ich weiß nicht, ob er verkauft hat, gehe ich jetzt nicht von aus, aber es ist alles gesagt. Ne? Das Spiel läuft. Deswegen glaube ich es. Ja, ich werde ihn aber auch mal die Tage mal anpingen.
Ne? Hätten wir mehr Verkäufe? Was meinst du? Rote Balken oder die letzten Tage? Weiß nicht, was du meinst. Was meinst du, mein Lieber? Die rote Kerze heißt ja nur, dass wir verloren haben gegenüber dem Vorkurs, Vortageskurs. Ja, Darkpool ist wie Darknet, alles Schmutz, so Kriminelle drin. Na, Robert, so ganz ist es nicht. Ne? Das ist natürlich auch für mich ein bisschen verrückt, dass es diese Darkpools gibt und dass mittlerweile halt 50, 60% aller Trades halt darüber gehandelt werden, ne? Was ich auch nicht gut finde. Aber es ist halt auch nicht so, ne, wenn man halt immer wieder sieht, dass die Leute sagen, ja, im Darkpool, da wird eine AMC-Aktie für 1500 gehandelt und die speisen uns hier mit 6, das ist Bullshit. Ne, das stimmt halt nicht. Da sind fast die gleichen Kurse wie hier. Ihr könnt das auch selber nachvollziehen. Also wenn ihr macht einfach mal hier, geht ihr hier auf Market Chameleon. Hier ist die Adresse. Kommt jetzt. Sollte mein Internet gehen. Market Chameleon, hier. So, und dann seht ihr schon, könnt ihr halt hier nach AMC suchen da oben. Ich habe das halt bei mir schon abgespeichert. Ich muss jetzt mal eben gucken, wie war das jetzt hier? Die haben das jetzt schon wieder ein bisschen umgebaut. Wo ist das denn hier? Trade Ideas. Wo war das denn jetzt? Ach Leute, jetzt suche ich das wieder hier. Price Action. Trading Hours VWAP. Die haben das geändert. VWAP. Hier, da war es so. Und dann seht ihr halt Dark Volumen, also Dark Pool Volumen 65%. Ja. Hier von AMC. Das ist vom heutigen Tag. Das könnt ihr jetzt nachgucken. So, aber der durchschnittliche Preis, das ist dieser VWAP, gewichteter Durchschnittspreis, ne? Weighted Average Price, 47,03 und das ist halt auch grob unser Kurs. So, jetzt will ich euch aber kurz mal was zeigen, was halt alle meinen, ja, 67% und bla, jetzt gehe ich mal bei Tesla, ne? Gucke ich mal nach West Tesla, wo war es jetzt hier? Wo war es denn jetzt nochmal? Jetzt bin ich schon wieder hier. Price Action, VWAP. So, dann gucken wir mal. War das nicht hier? Das war doch da, Leute, oder nicht? Hier Trading Hours, das war's. Ich guck falsch. Naja, sorry. So, jetzt eine Apple ist halt auch hier 54% im Dark Pool. Jetzt gucken wir mal eine Tesla, die ja auch ziemlich geschortet ist, historisch gesehen. Geht halt hier auf Trading Hours. 61%, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass der AMC so voll aus der Reihe tanzt, ne? Sondern das ist bei vielen Aktien das Thema und das ist halt eine grundsätzliche Thematik. Ne? Das finde ich halt auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass das halt nicht so ist, wie halt viele meinen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst, Christian. Komm einfach in meine Telegram-Gruppe und dann teilen wir den Link da auch gerne mit dir, Christian. Das ist halt so ein Community-Ding. Ja, 30%, ja. Christian, YouTube-Suche Rock'n'Roller. Nee, er meinte wahrscheinlich die Notion-Seite mit den Hintergrundinformationen. Da finde ich die ganzen Übersetzungen etc. Nee, nee, du musst in unsere Telegram-Gruppe kommen, leider. Oder halt. Ich habe leider nur das Englische auf meinem Twitter-Kanal. Da ist es hier direkt angeheftet. Also hier Rock'n'Roller Trade. Du meinst halt das hier, das Notion Sheet, ne? Das hier, das Community Sheet. Das ist halt hier auf Englisch. Das ist halt hier auch nochmal, da hatte ich das ein bisschen ausführlicher gemacht. Da waren auch nochmal ein paar Infos, aber auf Englisch alle drin, wie halt Dinge funktionieren, ne? Market Manipulation und so, Shortletter Attacken, halt sowas, Wash Trading. Na, das ist alles da drin. Aber das deutsche Sheet kriegst du über meine Telegram-Gruppe.
Ja, AppCap und Actinio sind am interessantesten. Ja, ne, wie gesagt, könnt ihr euch alle anschauen. Lasst den Jungs da einen lieben Gruß da. Mit dem Aktien, also mit dem Dave von Aktien-News hatte ich ja schon so einen Duo-Stream gemacht. Mache ich vielleicht auch nochmal in Zukunft. Ja. Das ist die beste Gruppe der Welt. Thorsten, weiß nicht, wie du meinst. Danke bezüglich SEC. An der Börse wird mit so viel Geld gehandelt, da muss es doch auch Leute geben, die das kontrollieren müssen. Ich kann ja auch keine Wettbude aufmachen, wo ich machen kann, was ich will. Ja, richtig, ne? Aber dazu brauchst du halt auch die Manpower, ne? Und du musst halt auch Tools haben, ne? Und die Durchsetzungskraft am Ende auch, ne? Und wenn die halt die besten Leute immer weggekauft werden, dann wird es halt schwierig, ne? Dann hast du halt Leute, die haben sich richtig in komplexe Themen eingearbeitet. So, der sagt jetzt, das wird natürlich dokumentiert, aber da ist natürlich jeder hat einen gewissen Stand und jeder, der halt auch mal in einem großen Unternehmen gearbeitet hat, der weiß, wenn dann gewisse Keyplayer einfach wegbrechen, ja, dann darfst du alles wieder von vorne machen, ne? Weitestgehend. Ne? Und das machen halt die Hedgefonds, ne? Guckt euch da gerne mal hier diese Doku an, die ist halt auch in dem Notion-Sheet drin. Gehe ich mal hier zurück. Die nennt sich hier, welche war das? Inside Job, Full Documentary. Da gehen die halt sehr darauf ein. Das ist eine gute Doku, auch von Sony damals produziert, glaube ich. Und da zeigen die halt, ne, wie halt die Hedgefonds damals, als es darum ging, halt auch wirklich Regeln, die jetzt gerade erst eingebaut wurden, einzubauen, wie die einfach die besten Leute von der SEC immer wieder weggekauft haben. Ne? Und genau das Gleiche wird halt jetzt auch passieren. Ne? Also das kriegen wir auch gar nicht mit. Ne, die SEC sagt ja nicht hier, der ist jetzt zu dem Hedgefonds gegangen. Ne? Ja. Wie konnte die Hauptversammlung bei GameStop abgehalten werden? Warum geht das gleiche bei AMC nicht? Ich bin bei GameStop nicht drin, da kann ich dir gar nicht zu sagen. Gibt es eigentlich auch mehr Aktien? Ja, aber ich weiß nicht, was da auch gemeldet wurde und dergleichen. Ich kenne die Hintergründe da nicht, Daniel. Also das kann ich dir echt nicht sagen. Kati, Christian, wenn du Lust hast, dich mehr in den Kaninchenbau einzugraben, komm gerne in die Telegram-Gruppe. Dort findest du viele zusätzliche Linken unter dem Video. Ja, Kati, wenn du die Kati bist, die auch bei mir Admin bist, ihr könnt gerne mal nochmal den Link zu der Telegram-Gruppe hier posten. Mach das ruhig mal. Kommt einfach dazu. Exit-Strategie oder einfach zocken. Persönliches Preisziel setzen oder halten bis zur Unendlichkeit. Aber wer will alles die Headphones baden gehen sehen? Ich, ja. Ich habe da auch nichts gegen, ne? Also wenn die mit dran gehen. Ne? Ist aber jetzt nicht meine Hauptintention dahinter. Ne? Ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, Matthew. Die können auch am Leben bleiben, wenn ich mein Geld bekomme. Mir geht es um die Kohle. Ich will meine Kohle. Ja, so. Ich habe jetzt schon, glaube ich, wenn ich jetzt verkaufen würde, einen guten Gewinn gemacht. Ne? Knapp 500%. Ja, nicht ganz jetzt so im Schnitt, aber bin ich auch mit zufrieden. Ne? Also, na super, dann kannst du ja doch bestimmt das Notion Sheet oder auch nicht, wenn du sagst, dass du kaum Wissen hast. Einfach mal reingucken. Ist oben im Kanal. Ach so, ja. Ach so, das ist in der Telegram-Gruppe angepinnt, ja, genau. Christian hätte dir einen Link geschickt, habe, ja. Leonard, gibt es in Deutschland nur echte Aktien? Spannende Frage. Aktuell ist es ja so, also offiziell laut Recht, müsste es so sein, dass wir nur echte Aktien haben. Ich sage persönlich, das ist aber nur meine persönliche Meinung, sage, dass ich glaube, dass das Gesamtsystem kaputt ist, dass die nicht nur echte Aktien haben, weil unsere Aktien sind nicht bei dir im Depot, sondern die werden in einer Giro-Sammelverwahrstelle aufbewahrt. Das ist hier in Luxemburg oder in Frankfurt, gibt es zwei große Clearstream, glaube ich, heißen die. Und das heißt, es gibt einen Pool und dann wird nur aus diesem Pool dir bestimmte Aktienanteile zugeordnet. Das heißt, die müssen ja aus den USA sagen, pass mal auf, wir haben in Deutschland oder in Europa, das ist ja ein europäisches Gesetz, haben wir so und so viele AMC-Halter. Und dafür haben wir uns Ende März irgendwann qualifiziert, dass wir halt diesen Pool haben, weil genug Volumen auf diese Aktie drauf war. Um jetzt halt nicht immer die einzelnen Aktien hin und her traden zu müssen, also jetzt wirklich von Depot zu Depot, nimmt man halt einfach diesen Pool und schreibt
Anteile aus diesem Pool einer Person zu. Du hast rechtlich alle Anforderungen an diese Aktien, ne, aus diesem Pool. Du bist auch Besitzer dieser Aktien. Aber ob jetzt Anteile von einem Pool, zum Beispiel meine Aktien, nicht auch zum Teil zum Beispiel dir zugeordnet werden sind, lässt sich ja nicht kontrollieren. Und deswegen, ich glaube, dass das Gesamtsystem, das wäre jetzt wirklich sehr komplex darauf einzugehen, aber mittlerweile so kaputt ist, dass die halt, wenn die jetzt sagen, ich hätte gerne reale Aktien, ne, für diesen Gesamtpool, weil das bewegt sich ja auch, die Anzahl der Aktienhalter in Deutschland, die ändert sich ja auch jeden Tag, genauso halt auch in den in Gesamteuropa. Ne, es gibt halt immer wieder Leute, da gibt es einen Zufluss und einen Abfluss von Leuten, wo es halt heißt, okay, transkontinental haben wir jetzt wieder, keine Ahnung, 1 Million Aktien haben wir jetzt hier in Europa, und jetzt am nächsten Tag sind es halt nur noch 900.000, dann wieder 1,2 Millionen. Das heißt, sie müssten ja dann 1 Million reale Aktien 100.000 reale Aktien rübergeben, am nächsten Tag wieder 200.000 reale Aktien runter. Ich glaube, sie können das aber gar nicht mehr klar differenzieren und dass diese Menge gar nicht frei zur Verfügung steht. So dass sie am Ende auch nur, ich sag mal, also einen digitalen Code einfach vorliegen haben, den sie aber nicht mehr unterscheiden können. Das ist meine Philosophie oder mein Verständnis dahinter. Weil ansonsten könntest du ja gar nicht mehr handeln. Also theoretisch dürfte ja, wenn alle Apes, und das wissen wir ja, der Großteil der Apes, der behält ja seine Aktien, die würden ja gar nicht mehr gehandelt werden. Das heißt, es dürfte ja keine einzige Aktie mehr auf dem Markt sein zum Handeln. Deswegen sage ich, da sind im Moment ja zu 80% synthetische Aktien unterwegs und zu 20% reale, dass die aber nicht groß unterschieden werden können. Aktuell. Am Ende ist es so, ein IOU ist für Code 2, eine echte Aktie ist Code 1, ne? Aber erst in der Sekunde, wenn der Hedgefonds seine Position covert, erkennt man, ist es ein IOU, weil der würde verpuffen, oder ist es eine reale Aktie und die kann man dann an die DTC zeigen und an den Market Maker auch zurückgeben, weil er will ja eine reale Aktie haben. Und dann wird sich erst aufklären, okay, ich habe eine reale Aktie gekauft. Vorher passiert das nicht. So, deswegen sage ich, nein, haben wir nicht. Wissen, final tue ich es aber nicht. Ist aber meine Theorie dazu, weil ich glaube, das Gesamtsystem, das Gesamtfinanzsystem mit diesen künstlichen und synthetischen Aktien einfach zu kaputt ist. Ja, und das, weil dieses AMC-Thema auch zu groß und auch sehr schnell hier in Deutschland sehr groß geworden ist, beziehungsweise in Europa oder transkontinental. Glaube ich das nicht, dass sie das dann klar unterschieden haben und wo es dann hieß, hier pass auf, ihr schickt uns aber nur die realen Aktien. Wäre ein interessanter Gedanke, weil dann wäre eigentlich egal, was die USA ganz am Ende macht, weil die brauchen unsere Aktien, wenn wir jetzt nur reale Aktien hätten, um ihre Positionen wirklich final zu decken. Ne, deswegen finde ich den Gedanken sexy, ich glaube es aber nicht, um ehrlich zu sein. Ja. Ist aber ein spannendes Thema auch mit dieser Giro-Sammelverwahrstelle und so. Das sind übrigens auch Themen, die wir halt in dem Sprachchat, in der Telegram-Gruppe immer wieder besprechen. Ne? Und so. Ja. Lieben Gruß aus Kaiserslautern. Ja, zurück an meinen Herzensclub. Kenne ja 2 Millionen mit Verlust. Kenny. Ja, der wird wissen, warum. Bin so dankbar, dieser geilen Truppe beiwohnen zu dürfen. Welche Truppe du auch meinst, Thorsten? Ich freue mich für dich, dass du eine coole Truppe gefunden hast. Lars Kettlick, was glaubst du, wie lange das noch dauert? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich gehe von Monaten aus. Wie ich es auch schon im März getan habe. Ne? So. Wird immer gefragt, wenn du dir damit so sicher, warum bist du dann nicht noch mehr Geld investiert? Das nervt so. Ich habe nur Geld genommen, dass es mir nicht wehtut zu verlieren. Ja, genau. Nadja, ist auch smart. Also ich habe ja selber jetzt auch nicht nochmal nachgekauft. Ne? Für mich ist einfach. Ich habe für mich einfach eine Entscheidung getroffen, habe gesagt, das ist der Betrag, den ich investiere. Aber es hat ja nichts geändert, dass ich dran glaube. Ne? Es gibt halt Leute, die sagen, okay, ich möchte einfach noch mehr Anteile kaufen für sich. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber man muss ja jetzt auch nicht Haus und Hof deswegen investieren. Das macht ja gar kein, also macht für mich jetzt keinen Sinn. Und ganz final wissen tut es ja wirklich keiner. Ne? Also außer jetzt wahrscheinlich die Hedgefonds. Aber wir jetzt wirklich. Final wissen, wir können ja nur die ganzen Puzzlesteine zusammensetzen und für uns dann sagen, es ist sehr, 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 sehr wahrscheinlich. Na, für mich ist es halt einfach am Ende immer noch
ein Zock. Ne? Das ist auch nicht der Großteil meines Gesamtvermögens, ist da jetzt nicht drin. Na, das würde ich auch keinem raten, sondern immer nur mit Geld, wo ich bereit bin, das würde ich, wäre ich bereit, das zu verlieren. Auch das, was ich jetzt schon virtuell gewonnen habe, bin ich bereit, auch wieder zu verlieren. Ne? So sehr glaube ich an die Sache. Ja. Hi Jens, denkst du, dass die Hedgefonds auf Zeit spielen, beziehungsweise den erneuten möglichen Lockdown, den Verkauf der Aktien und den Großteil der Apes auf? Das ist die einzige Geschichte, Mika, wo ich sage, ja, das könnte für die funktionieren. Ja. Jetzt bin ich schon wieder 10 Minuten hinten. Weil ne, die menschliche Geduld ist halt so ein Punkt, die haben halt nicht alle. Ne? Und da merkt man halt auch speziell halt Leute, die jetzt auch später erst eingestiegen sind, die machen halt jetzt das durch, was wir halt hier durchgemacht haben. Ne? Oder Leute, die halt hier bei 14 eingestiegen sind und dann fällt der Kurs auf 9 Dollar, da hast du auch mal eben 50% verloren. So, und wenn du jetzt hier von 64 eingestiegen bist oder wie auch immer, dann bist du jetzt auch 30% in der Miese. Das musst du aushalten. Ne? Das ist halt immer wieder. Ja, hasse das. Und klar, spielen auf Zeit. Aber hier sieht man ja, es ist nicht aufgegangen. Hier sieht man, es ist nicht aufgegangen. Und ich sage, irgendwann geht die Rakete auch nach oben, da ist es auch nicht aufgegangen. Ja. Tut, bei Stockwitz, bla bla bla. Deine Telegram-Gruppe ist ja schön und gut. Wenn da nicht ein gewisser Admin wäre, der andere Meinungen nicht akzeptieren kann und deshalb Leute aus der Gruppe wirft, Gixer, ich weiß nicht, was du meinst, aber da wird nicht einer, wir sind ja keine Anarchie, ne? Aber wenn einer da zu sehr rumfeuert, dann fliegt er raus, ganz simpel. Du lässt ja auch keinen bei dir zu Hause einfach rumbrüllen, sondern den wirfst du dann zu Hause auch raus. Ne? Aber andere Meinung ist, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Wir tauschen uns ja auch konstruktiv auch. Aus dem Sprachchat kann man ja mal sich austauschen. Ne? Das sehe ich jetzt nicht so. Wenn die Börse keine kontrollieren kann, die guten Leute von Hedgefonds weggekauft werden, ist die Börse für mich ein Schmuggeschäft. Ist auch so, Robert. Ja, aber wir haben uns nicht im Fett gesetzt. Ja, am Ende ist das so. Aber ich hoffe halt, dass jetzt mit neuen Regeln und so sich dann halt auch wirklich die Dinge halt regeln. Ne? Hi Jens, wenn die Verwahrstelle von den Anlegern, die ein Verkaufslimit gesetzt haben, in die USA verlagert wurden, wurden diese Aktien in den USA gleich verliehen. Moment. Wenn die Verwahrstelle von den Anlegern, die ein Verkaufslimit gesetzt haben, in den USA verlagert wurden, wurden diese Aktien. Das weiß ich nicht, Daniel. Das ist aber sehr wahrscheinlich, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Es ist halt in den USA halt so, dass du halt bei den Brokern alle hast du halt standardmäßig, gibst du eigentlich das Okay, dass deine Aktien verliehen werden. Na, in Deutschland ist es ja. Also man kann es halt auch machen, aber halt nicht Naked Shorting, mehrfach verleihen. Ne? Da ist es aber so ein sogenanntes Opt-out-Verfahren. Das heißt, du musst ganz klar sagen, ich bin dagegen. Ne? Deswegen gehe ich halt davon aus, dass das passiert. Das ist halt auch der Grund, warum halt man halt immer wieder sieht hier bei Stonko Tracker, das verstehen halt auch viele nicht. Ne? Warum, wo holen die jetzt wieder die Aktien her? Ne, also wenn es jetzt hier heißt, hier pass auf, wir gucken uns jetzt AMC an und dann seht ihr halt hier 1 Million Aktien sind available, ne? Und aus dem ETF hier 21.000. Das hat halt damit zu tun, dass halt immer wieder Aktien hin und her gehandelt werden und halt einige Leute, der neuen Besitzer, diesen Haken nicht rausnehmen, ne? Oder nicht dagegen sind, ne? Und deswegen schwankt halt diese Zahl. Das ist ein ganz normaler, natürlicher Prozess. Über diesen Dark Mode, den feiere ich übrigens. Deswegen, ne, dieses Verständnis haben halt auch viele nicht. Ja. So, Deutscher Michel, mein Wissen gibt es in Deutschland nur echte Aktien. Ja, worauf fußt dein Wissen? Ne? Auf dem, dass du jetzt glaubst, dass es das jetzt alles mit rechten Dingen zugeht. Ne? Das ist halt eine Sache, die lässt sich nie kontrollieren, niemals, ja. Hi Jens, welche Banken sind eigentlich alles in der Haftung beim Covern drin, falls alle Hedgies pleite sind? Deutsche Bank, noch welche? Depot, Bank X, wenn die pleite geht. Also Daniel, du kannst, gib einfach mal hier ein DTCC Memberlist. Und da siehst du zum Beispiel auch, dass eine Vanguard und eine BlackRock, die beiden größten Hedgefonds, nicht Mitglieder sind, außer mit einem kleinen Teil. Memberlist, bla bla bla. Hey, haben die das jetzt geändert?
PDF-Dokuments aktiv. Hä? Oh, die haben das verändert. Krass. Ist das die? Wie kriege ich das Ding denn größer? Ja. Da sieht man halt Account, NSC, bla bla bla. Ne? Und da wirst du halt kein hier BlackRock finden. Ne? Da muss halt mal gucken, BNP Paribas und so. Eine Vanguard ist nur mit so einer Deutsche Bank ist halt drin. Ne? Die haften halt alle mit. Und eine Vanguard hat nur so eine kleine Marketingfirma, soweit ich weiß. Wo ist sie? Mit V, Walmart, ne? Vanguard. Ich muss mal eben gucken, ob das das Richtige ist. Oder ist das hier in dieser Insurance aktiv? Insurance. Pop, pop, pop. Muss mal eben gucken. Mein Gott, wenn ich streame, ist das Internet so lahm. Schön, aber der baut das nicht auf hier. Ja, also hier müsst ihr mal reingucken, da seht ihr halt die Liste der DTCC. Na, der lädt sich jetzt hier gerade einen Wolf, meine Lieben. Ja. Ja, aber da könnt ihr es nachgucken. Also einfach googeln DTCC Member List und dann habt ihr eine Antwort darauf. Ja. High Risk schreibt, Ortex Kaufsignal 550%. Ortex-Kaufsignal. Ich kenne kein. Was ist denn das Ortex-Kaufsignal? Hilf mir mal eben. Das kenne ich gar nicht. 07 erst ab heute aktiv. Ah, okay. Robert. Und wer kontrolliert die Regeln? Wer macht denn die Regeln, wenn sich eh keiner dran hält? Welche Konsequenzen müssen die Hedgefonds dann tragen, wenn sie sich nicht dran halten? Ja, also DTCC, das zeigt ja auch. Ne? Das sieht man ja. Der alte Bit hat da Riesen. Due Diligence rausgebracht, ne? Da wurden halt da wurde halt Citadel im Jahre von 2013 bis 2018 haben sie 80 Milliarden Trades, 80 Millionen Trades nicht gemeldet beziehungsweise nicht sauber dokumentiert und haben für diese 80 Millionen, ratet mal, was sie eine Strafe bekommen, 3,5 Millionen. Ja, lächerlich. Das heißt, wenn sie einfach 10 Cent gemacht haben, nur pro Trade, 10 Cent. Da haben sie 8 Millionen verdient, müssen 3,5 Millionen Strafe bezahlen an die DTCC. Ne? Und ja, dann brauchst du auch keine sauberen Bücher führen. Ne? Und das sind halt so Punkte, da glaube ich, da ist der Gensler hinterher, aber wie gesagt, der braucht halt eine starke Mannschaft. Der braucht eine integere Mannschaft, ne? Die da auch mit einem moralischen Aspekt rangehen und aus einem Überzeugungsaspekt. Und sowas braucht halt seine Zeit. Der übernimmt ja auch Leute, die lange da drin sind. Ne? Die sind jetzt nicht einfach von heute auf morgen. Das ist ja immer noch das gleiche Team, was jahrelang zuvor, ich sag mal, nur mit einem Auge dahin geguckt hat. Deswegen, ne, das sind halt Prozesse. Jeder, der halt irgendwo auch in einem großen Unternehmen gearbeitet hat und ein Projekt-Change mitgemacht, Abteilungs-Change, ein Kultur-Change in der Firma, der weiß, dass sowas Zeit dauert. Ne? Du kannst ja nicht einfach Tabula Rasa machen. Ne? Du musst ja auch Leute haben, die diese Arbeit verrichten können. Ne? Da muss ja auch das Daily Business sichergestellt werden. Robert, ja, die SEC ganz am Ende. Na, die SEC kontrolliert das. Na, aber wie ich sagte, du brauchst eine Manpower dafür. Du musst die Knowledge haben. Das ist auch sehr versteckt, ne, solche Dinge. Das sind komplizierte Prozesse, weil du machst Deals in Deals. Da kannst du dir mal gerne mein Video zu angucken, zu diesem Naked Shorting. Ja, das ist halt deutlich, deutlich komplexer. Das ist nicht einfach so von oben mal drauf gucken, man sieht das sofort, sondern man muss sich da einarbeiten. Und dann am Ende auch noch zurückverfolgen können, wer ist denn der ursprünglich Verantwortliche? Das ist ja das Schwierige. Ja? Also es ist ja schön, dass man sagt, hey, das ist jetzt so, aber wenn man am Ende nicht sagen kann, wer ist dafür verantwortlich, dann hilft das ja keinem. Ja, und eine Aktie hat keinen digitalen Stempel, wo man sagt, der hat das Ding jetzt erstellt. Das passiert ja nicht. Deutschland ist in Europa eines der wenigen Länder, in dem ausländische Aktien in inländischen Börsen platziert werden. Ja, genau, richtig, ja. Das macht es unkompliziert, ja. Erkläre ich eben in deiner Gruppe. Ja, das ist ja schön. Habt ihr jetzt nochmal einen Sprachchat hier offen oder was? Nee, das nicht. Ja, gut, aber das kann ich mir jetzt hier nicht alles durchlesen, mein Lieber.
Das gucke ich mir nachher mal an. Ja, gucke ich nachher mal rein. Ja, hier, ihr seid schon wieder alle Bild. Na, also kommt gerne in die Gruppe. Habt ihr, warte mal, ich gucke mal eben, dass ich den Link hier auch nochmal reinschalte. Ja, gucken, ob ich das hier. Dann. Das sagt für mich Panne, ich kann das hier nicht anders machen. Jetzt hört ihr euch eben kurz selber, glaube ich. Ah, danke für die 166 Likes, meine Lieben. Sehr, 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 sehr nett. Auch danke für die 6 Dislikes. Sehr, sehr schön. Wem gehört die Börse? Wer ist dafür verantwortlich? Robert, was sind das für geile Fragen? Meint ihr das ernst? Also komm, darauf antworte ich jetzt nicht. Na, also ihr könnt alle kommen, habt aber jetzt keine Schreibrechte. Ihr würdet mich freuen, wenn er dazu kommt. Ja. Habt ihr sonst noch Fragen? Irgendwelche Punkte? Na, irgendwas Spannendes? Ja. Geh da gern nochmal drauf ein, helft da gerne auch nochmal, Verständnissachen zu klären. Na, ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich werde jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger online kommen, auch euch noch ein bisschen mehr mit Hintergründen informieren. Ja. Zu den Link mit der Doku schicken. Gib einfach Inside Job ein, so heißt die. Die Börse ist für mich ein Platz, wo Leute einfach ihre Wetten platzieren können, so wie bei Hinterhof-Hühnerkämpfen, wo man auf den Sieger setzen kann. Ja, also ganz sicher jetzt nicht, Robert. Ne? Hier werden ja ordentliche Unternehmen, ne? Eine Apple und so, da kannst du halt Unternehmensanteile bekommen. Ne? Also ist jetzt nicht alles nur Schmuh. Ne? Aber klar sind meine Fragen blöd, aber sind auch ernsthafte Fragen für mich. Ja, aber ne, sowas nützt ja keinem was. Ne? Sich jetzt über das System, ich sag mal, groß zu ärgern oder so, da kommst du ja nicht voran. Die Frage ist ja, was kann man tun, um das zu ändern? Und ich glaube, am Ende ist darüber zu informieren, die Leute zu informieren, ne? Jetzt auch über diese Dark Pools und so, da habe ich übrigens auch sehr ausführliche Videos zu gemacht. Ihr könnt euch gerne nochmal meinen ersten Stream angucken. Ich möchte das halt einfach nicht alles nochmal wiederholen. Da habe ich halt so aufgeklärt. Notepad, wo ist es? Notability, hier, da kann ich nochmal. Dann kann das nochmal eben. Oder hier halt auch in der. Kann man eben gucken. Wahrscheinlich sind das hier nur die Dinger, wo gemalt wurde. Nee, also hier tatsächlich. Auch nicht. Echt mal gucken. Du siehst hier keine Vorschau. Natürlich schlecht. Ja, das finde ich jetzt nicht auf die Schnelle. Ja, also in dem ersten Video bin ich halt eingegangen mit so einer, mit der gesamten Hintergrundthematik, wie das halt zusammenhängt mit den Dark Pools, mit der New York Stock Exchange, wie Preise gestellt werden, mit den Hochfrequenztrading, wie Citadel da drin hängt, und dergleichen. Mein allererster Livestream, einfach auch mal reingucken. Wird auch Zeit, dass du wieder öfter online bist. Ja, sehr schön, Sascha. Ich werde es versuchen, das einzurichten jetzt. Ja, werde ich machen. Ja, auch vielleicht bei anderen mit einem Kollabo zu machen. Ne? Auch wieder mit dem Ares oder mit dem High Risk. Ja, auch vielleicht gibt es einen neuen YouTuber, wo ich sage, ja, da bin ich bereit, den zu supporten. Einfach so mal gucken, dass man sich halt austauscht. Ne? Es geht einfach um Informations- und Wissensvermittlung und halt, dass ihr euch speziell halt die Leute, die halt, ich sag mal, hier jetzt eingestiegen sind, hier in dem Bereich, dass ihr euch sicherer fühlt. Ne? Am Ende müsst ihr euch aber selber weiterbilden. Das ist der Schlüssel. Und das geht halt am besten wirklich nur, wenn ihr euch, und ich habe mir wirklich, das sind Tausende von Seiten, die ich mir reingezogen habe. Ihr müsst euch natürlich nicht alles reinziehen, aber wenn ihr euch das wirklich anguckt und wirklich versteht, wie das gesamte System funktioniert, dann braucht ihr am Ende euch auch nicht jeden Tag da irgendwelche Mini-Informationen reinziehen. Ne? Also kann man natürlich machen, das ist auch immer sinnvoll.
sich auf dem Laufenden zu halten. Ich habe nur für mich einen anderen Ansatz. Ne? Das wollte ich halt einfach nur sagen. Klar kann man Unternehmenswerte bekommen, aber der kleine Anleger ist auch nur der Geld ein Unternehmen bringt, aber nichts zu sagen hat. Naja, jetzt bei AMC haben wir halt sehr viel zu sagen. Ne? Man sieht ja, was funktioniert, wenn eine Community auch miteinander kommuniziert und sich austauscht. Ne? Das finde ich halt super, halt auch in den USA. Ne? Also kann ich halt auch nur jeden empfehlen, der das Englische ein bisschen mächtig ist, halt wirklich bei Twitter, ne, hier den einschlägigen Leuten halt zu folgen. Ne? Und dann kriegt man halt auch ein gutes Gefühl. So, warte mal, let's go. Worauf geht er hier ein? Let's go. Bisignal, Trickett, OMC, bla bla bla. Prediction is based on a record of about 80% accuracy. Ah, okay. Ach, das meintest du wahrscheinlich gerade. High risk. Sehr schön. Ne? Also jetzt hier ein Rockyou, ne? Super cooler Typ. Könnt ihr folgen, der hat auch einen neuen Kanal. Ein Amerikaner ist das. Der Kong, ne? Super. Ne? Da kriegt er halt immer wieder gute Infos und auch so ein Gefühl für für den Vibe einfach, ne, wie die Amis drauf sind. Ja, so, guckt euch das an. Ja, das hier jetzt auch mal direkt hier, mal direkt mal ein Retweet. Und das ist es am Ende auch. Das ist halt AMC ist für mich halt nicht nur diese Aktie, ne, sondern das ist am Ende auch die Community. Und was nützt es einem? Ne? Man hat jetzt die super Aktie gekauft und feiert das für sich, aber diese Journey dahin, ne, und halt auch das gesamte Wissen, was man halt miteinander teilt und halt auch andere zu unterstützen und zu sagen, hey, ich versuche mit aufzuklären, Ängste zu nehmen, mich selber einzuarbeiten, mich selber weiterzubilden, das hilft ja auch einem in der Zukunft bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen und Investmententscheidungen zu treffen. Ne, also allein, was das jetzt schon, das gesamte Wissen, was ich mit AMC, was ich mir da angeeignet habe, auch mit der technischen Analyse und so, wie Charttechnik, das hat mir einfach geholfen, auch gute Entscheidungen zu treffen. Ne? Also finanziell. Das kann ich halt nur jedem empfehlen. Jens sagt, das mit AMC und Jimmy ist aus meiner Sicht endlich mal eine Möglichkeit aufzudecken, was an der Börse alles falsch ist. Genau. Ja, ich habe gutes Geld mit Ocugen verdient, weil auf das richtige Pferd. Ja, sehr schön. Freue ich mich für dich, Robert. Hi Jens, können die Hedgefonds die FTDs aus der Cheshire-Liste nächste Woche weiter verschieben oder werden diese automatisch gecovert? Und erwartest du dadurch einen Kursanstieg? Nochmal, also Deutsche, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich halte mich nicht an Daten fest, überhaupt nicht, an irgendeinem festen Datum, sondern ich warte einfach ab und ich vertraue dem Prozess. Na, das sage ich auch immer wieder. Es hat sich bei mir grundsätzlich überhaupt nichts geändert. Weder, weil wir jetzt hier von den, ich sag mal, 63 jetzt hier auf eine 46 gefallen sind. Ne, wir befinden uns hier einfach in so einem Konsolidierungskorridor, der jetzt, sage ich mal, hier so zwischen, also eigentlich hier so zwischen 42, das war eigentlich so hier jetzt so, und hier der 63 jetzt bewegt. Ne, und da muss man jetzt einfach abwarten. Ne? Das kann auch nochmal so kurzfristig auf unter, also 40 sein. Ne, nehmen wir jetzt mal einfach hier so die 40 hier grob. Ja, so in dem Bereich. So, und das glaube ich, dass sich das jetzt einfach weiter bewegt. Ne? Und irgendwann wird dieser Ausbruch kommen. Ich mache das nicht fest an diesen einzelnen Tag mehr. Ich fand diese Theorie, die es halt einmal gab, wo diese ganz vielen Fail-to-Deliver aufgezeigt wurden, die halt Ende Juni, da waren halt innerhalb von 7 Tagen, sollten da glaube ich 17 Millionen auslaufen. Am Ende hat es nicht keine große Auswirkung auf den Kurs gehabt. Also eigentlich gar keine. Na, deswegen halte ich mich daran nicht fest. Sascha sagt das, ja, genau. Wie ist es möglich, dass bis zu 60% des Volumens über Wochen im Darkpool gehandelt werden können? Das ist halt Standard schon, Manfred. Ne? Das ist halt das ist der Standard in der Industrie. Also deswegen, das verstehe ich halt auch nicht. Die Darkpools, die sind halt nicht verboten. Das dürft ihr halt nicht denken. Ne? Darkpools sind nicht verboten. Also Darkpools sind erlaubt. Ne? Ich habe halt auch hier. Das habe ich noch nicht veröffentlicht, aber ich habe hier so eine Kaninchenbauanalyse mal gemacht. Die habe ich halt auch in einem Screen mal aufgezeigt. Da seht ihr halt jetzt nur einen kleinen Ausschnitt leider. Wartet mal, ich muss da eben.
das Trackpad hier, damit ihr da näher rankommt. Aber es gibt halt hier, wo ist es? Was ist der Dark Pool? Da habe ich das genau ausgearbeitet. Und warte, ich muss das einfach mal. Also, muss ich mal hier eben kleiner. Aber also hier gehe ich halt ein, was sind Market Maker, bla bla bla. Und da wird halt, bin ich halt auf die verschiedenen, warum gibt es Dark Pools? Ne? Und es gibt halt über 50 Stück, ne, die halt auch bei der SEC offiziell, bei der Securities and Exchange Commission registriert waren, sind mittlerweile schon mehr. Ne? Und dann halt auch die Geschichte dahinter. Und ja, warum gibt es Dark Pools? Was ist der Sinn dahinter? Was passiert da? Ne? Also, das sind alles so Themen, als ich mich ganz zu Anfang mal auseinandergesetzt habe damit, habe ich mir halt immer wieder Stück für Stück Fragen beantwortet, die ich halt offen hatte und habe die halt recherchiert. Ne? Ja, halt auch mit Beispielen, damit das halt Sinn macht. Das geht halt richtig tief, die Nummer. Ne? Also, es ist aber jetzt nicht so, jetzt hier Vor- und Nachteile von Dark Pools, ne? Aber am Ende ist es so, dass ja am Ende die Großen dadurch große Pakete hin und her handeln können, ohne einen Gesamtkurs damit zu beeinflussen. Das heißt, wenn jetzt auf einmal ein Institut sagt, ich möchte gerne 200.000 Aktien von AMC haben, das sehen wir ja nie. Ne? Solche großen Trades werden über den Dark Pool abgehandelt, weil die einen direkten Einfluss auf den Preis hätten. Und zwar einen großen Einfluss auf den Preis. Ne? Und das soll darüber vermieden werden, ne? Was sich für mich nicht erschließt. Ne? Ja. Das sind halt so Themen. Guck dir einfach mal, das Ding bin ich komplett durchgegangen in einem meiner Videos. Das geht, glaube ich, 3 Stunden. Da geht es nicht nur um Dark Pools, sondern da haben wir über SEC und alles andere gesprochen. Ja, Robin Hood, Neo Broker, ne, DTCC, was sind die Regeln? Ne, und so Grundlegendes, also Kritik an FINRA, Vorteile von der FINRA, das ist alles drin, das sind wir durchgegangen. Ne? Was ist die SEC? Das kann man sich da angucken. Ne, ich will es halt jetzt nicht nochmal machen, um euch hier doppelt zu langweilen, muss ja nicht sein. Würdest du automatische Verkaufsorder setzen? Beeinflusse diese die Kursberechnung? Automatische? Also ich habe Limits gesetzt, ja. Möchte ich einfach, damit ich nicht zu Market Orders nachher ausführen muss. Beeinflussen die die Kursberechnung? Nein. Weißt du, was mit Optimismus Bob Loss ist? Nee, im Twitter ist er nicht mehr dabei. Kong ist auch im August für eine gewisse Zeit weg. Also mit Optimize Bob habe ich tatsächlich auch privat geschrieben, im Discord Adam. Ist eine gesundheitliche Geschichte und der hatte eine größere Auseinandersetzung mit dem Papa Abe, wo der Papa Abe ihm über Twitter erstmal halt Hilfe angeboten hat. Da wurden halt seine Telefonnummer wurde bei Twitter geleakt. Und da haben sich halt ganz viele bei ihm gemeldet und er musste seine Handynummer dann ändern, wo er natürlich eine Menge Ärzte und so und er hat eine schwere Krankheit. Ja, das ist dann so eskaliert, dass dann der eine den anderen Motherfucker genannt hat und so. Und daraufhin hat sich Optimus zurückgezogen. Der ist aber noch in Discord aktiv, bin da auch mit ihm im Austausch, aber er möchte nicht mehr mit der Community agieren, leider. Ne, das war für mich so eigentlich die. Einer der ganz Großen, was so die Aufklärungsarbeit und so angeht. Und Kong hat auch gesundheitliche Themen. Ja, das hat nichts mit der Community oder so da zu tun beim Kong. Das ist ein anderes Thema, so wie ich es jetzt verstanden habe. Ich habe aber selber mit dem Kong mich nicht dazu ausgetauscht, weil ich auch einfach denke, es ist ein privates Thema. Ja. Jens, na, Apollo 81, ja. Ja, bin ich auch drin. Danke auch für die Gruppe. Ortex-Daten passen also super zu dem Bullish Engulfing aus dem Tageschart. Ja, was auch immer Engulfing ist. Da bist du mir schon voraus noch, Jörg. Also High Risk. Ja, hi Jens, danke für die Mühe. Meine Frage: Werden im Dark Pool die Aktienpakete geliehen oder gekauft? Und wenn zu welchem Preis? Also, Markus, das kannst du dir angucken. Die werden natürlich gekauft. Ne? Du kannst auch über den Dark Pool keine Position decken. Das geht faktisch einfach nicht. Du brauchst halt dafür reale Aktien. Du kannst hier über marketchameleon.com
Das sind übrigens auch Links, die in dem Notion-Sheet, habe ich die hier drin, Websites mit guten Dings, da sind die auch drin, Market Chameleon ist das auch drin. Da siehst du halt die Preise und da siehst du halt auch von einem Dark Pool den durchschnittlichen B-Web-Preis. Ne, also jetzt hier bei Tesla war der durchschnittliche Preis 653. Ne, bei Block Trades war 653, 47 und so. Das sieht man halt da. Ne? Aber da ist jetzt nicht, dass AMC so außergewöhnlich unterwegs ist. Kommt halt hier auch nochmal. AMC Entertainment. Das sind halt 64% jetzt an dem Tag, aber das ist jetzt keine große. Gehst halt hier auf Price Action und dann hier Trading Hours VWAP. Und dann siehst du halt 65% hier über den Dark Pool. Aber der Preis, siehst du, ist jetzt nur signifikant niedriger als jetzt zum Beispiel hier bei den Block Trades. Na, das macht am Ende gar nichts aus. Ist nicht so, wie jetzt einige sagen, da sind jetzt Tausende an Unterschieden oder so. Das ist Unsinn. Grüße aus Frankfurt. Ja, mein Bruder ist heute dahin. Der macht da gerade kurzen Urlaub mit seiner Frau. Darkpool ist nicht verboten, weil es wie Darknet ist. Es wurde geschaffen, damit die Reichen und großen Geschäfte abwickeln. Die haben schon mit den Brokern ihren Vorteil geschaffen. Ja, es geht halt am Ende darum, die Gebühren halt auch an den Stock Exchanges zu umgehen. Ne? Also es gibt halt dort nicht wie hier so dieses Orderbook, sondern da läuft dann halt auch noch viel über Telefon und über persönliche Geschichten, wo man sagt, pass auf, hast du 200.000 an Aktien oder ich frage die an, ja, und wenn die eine hat, dann kann man sich darauf melden. Aber das ist nicht öffentlich einsehbar, so wie hier. Ne? Deswegen fehlt natürlich auch Transparenz. Da gehe ich aber in dem einen Video sehr detailliert drauf ein. Deutsche Frage: Kann aus dem Short Squeeze auch ein Long Squeeze werden? Also, dass der Kurs über einen längeren Zeitraum squeezt, wie bei Tesla? Ja, ich hatte diese These, Deutsche, tatsächlich schon im März aufgebaut, auch in einem meiner ersten Videos angesprochen, tatsächlich. Dass es halt wirklich sein kann, dass, wenn man sich jetzt hier Tesla anschaut, ja, und das mache ich jetzt mal hier auf das Monatschart. Ja, man darf jetzt nicht vergessen, da sind verschiedene Splits schon dabei. Normalerweise wäre der Kurs, ich glaube, der ist schon fünfmal oder viermal gesplittet. Ich glaube, wir wären bei 4.000 oder 5.000 Euro Kurs. Warte, ich gehe mal eher auf das Wochenchart. Das sieht jetzt hier so aus. Ja, man sieht halt immer wieder, dass das Ding immer wieder so nach oben squeezed. Ne? So. Das kann natürlich sein, man hat aber hier auch andere Regeln. Ne? Das darf man nicht vergessen. Übrigens auf dem Wochenchart hier sieht es jetzt sehr so aus, als würden wir jetzt langsam wieder in so einem sehr bullisches Momentum bei Tesla kommen. Ne? Nicht auf Tagesbasis, aber wenn man jetzt auf Wochenbasis guckt, könnte man jetzt Tesla so beobachten und sagen, jo, könnte in ein paar Wochen, in 2, 3, 4 Wochen könnte das ein interessantes Investment sein vielleicht. Ne? Guckt euch das, behaltet das mal im Auge so von den Indikatoren her. Sehe ich jetzt gerade so auf den ersten Blick. Ist eine Trendumkehr-Candlestick-Formation, sprich die gestrige große grüne Tageskerze. Deswegen wollte ich vorhin wissen, ob die heutige Kerze, ach so, ob das mit dieser Hammergeschichte, meinst du? Ja, okay, sprich die steigende Kurse ab Montag. Ja, hallo Daniel Ulbrich, hallo Jens, ziehen die Hedges Kapital aus dem Bitcoin, um das Covern der Shorten bei AMC? Deine Vermutung, hat das einen Zusammenhang? Ja, glaube ich, weil halt der gesamte Kryptomarkt, der ist überhaupt nicht reguliert, ne? Und da kann man ja frei investieren. Und man sieht halt auch immer wieder, dass halt kleine Coins, Altcoins, die halt manchmal nur Mikrocent-Beträge haben, manchmal bis auf 500 oder 800 hochgepumpt werden, innerhalb von Tagen, ja, und dann auch wieder fallen gelassen werden. Aber dann können sie halt auch angegeben werden, hey, in meinen Büchern stehen die jetzt drin, ne? So, und dann gucken die halt an dem Tag, oh, okay, die wissen halt, okay, wir müssen jetzt zu dem und dem Tag, müssen wir gewisse Positionen Liquidität vorweisen gegenüber der SEC bzw. DTCC. Dann sagt man, hey, wir haben den und den Altcoin. Ne, der Altcoin, dann gucken die, oh, der steht jetzt bei 400, von denen nochmal 5 Millionen. Dass der Kurs jetzt erst seit 3 Tagen da steht, das guckt ja keiner bei der SEC nach oder bei der DTCC. Und genauso kann auch sein, wenn nachher wirklich ein Squeeze kommt, dass tatsächlich der Kryptomarkt auch darunter leidet. Ja, das glaube ich.
Man sieht eindeutig, dass AMC Darkpool die Kurse manipuliert. Es gibt hier keine Firmen, die ernsthaft große Mengen kaufen. Wo siehst du das, Robert? Das sehe ich da nicht. Man kann natürlich über den Darkpool, also wenn du natürlich Kauforders über den Darkpool auslöst und nur deine Verkauforders über den normale Stock Exchange machst, ne, das hat natürlich auch einen Einfluss, ne? Ja. Und aus dem Ganzen wird wieder ein B im Tagesschnitt. Dann stand es auf 100 US-Dollar in Wochen. In Wochen formt sich das auf ca. 72 Dollar. Ja, dann hoffen wir mal, dass das so kommt. Hier meinst du, dass sich das so zu einem W formt? Ja, am Ende, Robert, ja, da hast du recht. Verstehe ich auch nicht. Also Darkpools dürfte man gar nicht haben. Es gibt auch dieses spannende Interview von der Stuttgarter Börse, ist jetzt schon 10 Jahre her oder 8 Jahre, keine Ahnung. Müsste mal eingeben, Stuttgarter Börse, Darkpool, einfach eingeben. Da zeigen sie, dass damals von Geely, das ist ein chinesischer Automarkthersteller, dass die einfach heimlich über den Darkpool 10% von Mercedes aufnehmen, also aufkaufen konnten und auf einmal natürlich auch mitbestimmen konnten, in welche Richtung das jetzt geht, strategisch. Hat keiner mitbekommen, weil alles über den Darkpool ablief. Na, ist natürlich spannend. Darf nur die SEC Börsenregeln aufstellen. Ganz final, Robert, ja. Ganz final, ja. Wird das über die SEC geregelt. Ja. Es gibt natürlich auch nochmal in Europa, aber die SEC, dadurch, dass halt der amerikanische Markt der größte und der liquideste ist und den größten Einfluss hat, machen die am Ende auch, ich sag mal, die wichtigsten Regeln. Nennen wir es mal so. Ne? Die Firma, für die ich arbeite, handelt 95% im Darkpool. Okay. Wo arbeitest du denn? So, habe ich dir geschickt. Hast du mir geschickt? Warte. Ah, Junge. Kursziel 2. D liegt bei. Gucken wir hier nochmal beim High Risk rein. Wo sind wir jetzt aktuell? Achso, das ist ja eine alte. Ja, okay. Das ist jetzt die alte. Du hast mir doch ein altes geschickt, jetzt nicht auf ein neu bezogen, oder? Weil hier ist der Kurs ja noch. Was ist das hier? 16 oder was ist das? Kann auch nicht, Juni, was ist das hier? Was ist das hier für eine Anzeige? US-Dollar? Wieso hast du im Juni hier nur 18 US-Dollar stehen? Was ist das? Ja, Tobias fragt wegen dieser Threshold-Liste für den Squeeze. Das ist jetzt natürlich ein Thema, weil AMC jetzt mit in diese Threshold-Liste mit aufgenommen wurde. Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Also da habe ich mich auch noch nicht super viel mit auseinandergesetzt, muss ich gestehen, Tobias. Ich weiß, dass das jetzt halt ein Thema ist. Was mich halt irritiert ist, warum kommen die erst jetzt da drauf? Das fand ich halt total strange, ne? Das fand ich ein bisschen irritierend. Ach so, er sagte ich ja, dass ich das ein Beispiel, dass ich das zu einem B bilden kann. Ja, warte. Ein C. Wahrscheinlich aufs Tagesschart. Ja, und dass du jetzt das hier, dass sich jetzt so ein B bildet. So, René sagt, danke für einen schönen Abend und deine Aufklärung, obwohl du schon zigmal erklärt hast. Gleiche selbstverständlich für Tobi. Ja, René, auch danke nochmal für deine Spenden. Ne? Das Bier freue ich mich. Wenn wir uns dann live auf dem Mond treffen, geht das auf mich das nächste. Sehr, sehr gerne.
Schönen Abend dir. Ja. Ich mache aber jetzt auch gleich Feierabend, meine Lieben, wenn ihr jetzt nicht noch große Themen habt. Mir war wichtig, einfach nochmal mein Gesicht zu zeigen, dass ihr seht, der Jens ist noch da, der ist noch investiert, der ist weiterhin noch Ape. Ne? Ja. Ansonsten, wenn ihr jetzt keine Themen mehr habt, bei mir brennen die Augen. Ich habe Kontaktlinsen drin und ich merke, die werden jetzt trocken. Deswegen macht das halt auch Sinn, jetzt mal hier den Stecker zu ziehen. Ja, also wie gesagt, ne, ihr könnt gerne in die Telegram-Gruppe kommen. Ich hau euch gerne noch einmal final den Link hier rein. Dann habt ihr den nochmal. Ich hoffe, der funktioniert bei allen. Na, kommt gerne dazu. Ah, Jörg, brauchst du jetzt nicht machen. Lass uns das auch machen, wenn wir einen Duo-Chat machen. Dann gehen wir nochmal auf alles genau ein. Und dann hast du Content fürs nächste Mal hier für dich. Ja, Robert, dann können wir uns ja treffen auf einer Reise. Wenn das so wäre, ja. Mutli hat heute positiv über AMC geschrieben. Ablenkungsmanöver, um wieder zu bashen und wir in der kurzen bevorstehenden Anstieg. Erschreckend, was die sonst schreiben. Ja, also, ne, Daniel, bei Mutli Fool, man weiß, die gehören Zitadellen. Ne? Also darf man jetzt nicht überbewerten. Ne? Also sowas ignoriere ich, als auch viele. Ne? Also jetzt hier auch bei. Keine Ahnung, auch deutsche Medien, ne, die einfach sehr einseitig berichten. Und wie gesagt, die Interviewanfragen, die ich dazu hatte, auch von Großen, auch von der Fokusgruppe und so, ne, da stellen die halt im Vorfeld schon die Interviewfragen, habe ich halt gesagt, schick mir die mal. Und die Fragen sind schon so ausgelegt, dass es am Ende nur auf dieses Fundamentale geht. Und was wäre die Empfehlung an fundamentale Investoren? Glaubst du, dass die Aktie aktuell fair bewertet ist? Also Fragen, ne, die einfach darauf hinausspielen, dass man diese Aktie in einem schlechten Licht darstellen lassen möchte. Ne? Natürlich kann man da jetzt auch, kann ich natürlich auch versuchen, die Sachen ein bisschen zu umschreiben, aber dann werden sie die wegkürzen und so. Und solange das kein Live-Interview ist, in dem ich halt auch frei mitteilen könnte, wie ich die Dinge sehe, um über die Hintergründe aufzuklären. Solange werde ich da auch kein Interview zustimmen. Ne? Piet, danke, komm bald wieder. Junge, komm bald wieder. Wie hieß der? Freddy Quinn? Komm bald wieder nach Haus. Ja, ich komme wieder, mein Lieber. Also, na, Mexiko ist schön und wurde leider letztes Jahr abgesagt. Ja, Mexiko, ne, ist mir nur ein bisschen zu risikoreich. Ich habe drei Töchter, da würde ich ungern in die. Die haben schöne Ecken, weiß ich, ne, aber glaube, da gibt es ungefährlichere Ecken und schöne Ecken auch. Boah, sorry, das gehen, Leute. Wie realistisch schätzt du die Preise jenseits von 1000 Euro? Nicht unrealistisch, sagen wir es mal so. Aber ganz ehrlich, also auch da, ne, managt eure Erwartungshaltung. Ne? Also, wenn ich da auch immer wieder höre, 100.000, 500.000, ganz ehrlich, seid doch zufrieden. Also, wenn ihr jetzt im Vorfeld auch schon investiert seid, ganz ehrlich, also, ne, wenn ich jetzt sage, hier, pass auf, ich habe hier Betrag X investiert, kannst du ja sagen, waren knapp 15.000 Euro, ne, und aus den 15.000 Euro mal 5 kann sich jeder ausrechnen, ne, ist schon ein netter Betrag, da sage ich jetzt auch, da bin ich auch, wäre ich auch, ist natürlich nicht das, ne, ganz am Ende, ne, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt auch nicht unzufrieden, wenn das jetzt am Ende so bleibt. Ne, also, für Leute, die jetzt natürlich jetzt erst eingestiegen sind, kann ich nur sagen, informiert euch, ne, macht euch schlau, kommt in Telegram-Gruppen, das muss nicht meine sein. Es gibt auch viele kleinere, wo ihr auch drin, zum Beispiel direkt schreiben könnt. Das geht halt bei mir leider nicht, weil wir einfach zu groß sind. Aber 600 Leute haben halt Schreibrechte, so die ersten 600. So, und ja, aber an den Sprachchats könnt ihr immer teilnehmen, könnt ihr lauschen, müsst ihr auch nicht aktiv teilnehmen, einfach nur zuhören. Ne, könnt persönlich mit mir in den Austausch treten. Ich versuche auch eigentlich jede Frage auf Telegram immer zu beantworten. Und glaubt mir, es sind sehr, 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 sehr viele Fragen, die mich da so alltäglich erreichen. Also, ne, kommt da gerne zu. Jetzt kriege ich auch gerade Signal, die AirPods gehen leer. Deswegen mache ich jetzt auch Schluss. Ne, das hier wird es nur Maler, aber auch in Gefahr, kommt bald wieder nach Haus. Genau, ja. Schön und ungefährlich. Okay, ja, werde ich mir merken. Ja, dann
sag ich jetzt mal, euch allen gute Nacht, meine Lieben. Nutzt euer Wochenende, ne? Macht was für euch, macht was Schönes, nutzt eure Zeit mit der Familie, euren Liebsten oder für euch, bildet euch weiter, ne? Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Hier hat Spaß gemacht, meine Lieben, und ja, bleibt sauber und geschmeidig, euer Rock'n'Roller Jens. Dann sage ich jetzt mal gut's Nächtle und drück mal hier auf den Stoppknopf und danke, dass ihr alle da wart. Wäre super lieb, ne? Auch nochmal danke für alle Spenden, ganz toll. Und wenn ihr nochmal ein Like da lasst, ganz final, oder ein Follow. Ja, und ansonsten folgt dem High Risk, folgt dem Day von folgt jedem, der bei AMC irgendwie Videos macht, wer es auch alles ist. Ich habe es jetzt nicht auf dem Radar. Ja. Wie gesagt, bei mir in der Telegram-Gruppe haben wir regelmäßig Sprachchats. Da haben wir öfters auch nochmal einen Austausch. Ne? Da geht es auch mal nicht nur um AMC. Ja. Und danke auch an alle Admins, die hier mitgeholfen haben. War ja sehr eine friedliche Runde heute. Keine großen Idioten hier. War ja ganz entspannt. Ja, in dem Sinne sage ich jetzt gute Nächte und ja, drück dann gleich mal auf den Knopf.